Was, Nico? Auf welchen? Nico, wo bist du? Nico? Ach so, hier. Du kommst heute. Wolltest du schon absagen und dann bist du doch noch gekommen. Hast dich nicht umentschieden. Ja, alles klar. Ja, wir halten Platz für dich frei. Okay. Nico kommt. Da ist er. Ja, super, dass du dich noch umentschieden. Du warst ja schon, hast ja schon kehrt gemacht. Auf halbem Weg. Na, sagen wir so, 18. Minute habe ich quasi mein Internet gelöscht. Ja. Habe meine Identität verleugnet und ja. Dann kam eine rote Karte. Also aber gestern. Dazu kommen wir später. 17.43 Uhr kam von dir die Nachricht, dass du einen Arm verloren hast und nicht kommen kannst. Und ja. Dann. Ich möchte an der Stelle betonen, Leute, ich möchte an der Stelle, diese WhatsApp-Gruppe ist privat, okay? Und die anderen. Und alles, was da drin passiert, habe ich nie geschrieben. Okay. Erwartest du irgendeine Form von Enthüllungsjournalismus? Ja, ich bin mir bei euch nicht so sicher, ehrlicherweise. Ja. Ich habe gar nicht reingeguckt. Naja, du bist ja nicht der mit den kontroversen Jokes, das ist ja Timo. Das ist ja Regie. Das ist aber in der Kickbase-Gruppe. Ja, das ist der Kickbase-Gruppe, das stimmt. So, machen wir mal weiter mit Fußball. Wir haben jetzt überlegt, wollen wir das anders machen als alle anderen Fußballmagazine, die nach uns auf die Idee gekommen sind, Fußballmagazin sein zu wollen und mit dem Spitzenspiel starten natürlich. Es gibt noch andere. Ja, also es gibt so Copycats, aber die sind eigentlich nicht erwähnenswert. Es ist so wie diese Fake-Shirts aus China oder so. Weißt du, das ist einfach, gehört eigentlich auch verboten, weil es schadet der gesamten Industrie. Aber die Rechtsabteilung ist da dran. Wir sind dran, wir werden dementsprechend, wir gehen vor und einige sind auch schon abgemahnt. Und das wird sich alles regeln. Wir kriegen das in Ordnung und fangen jetzt aber an mit dem Spitzenspiel, weil, seien wir ehrlich, wir haben die letzten Wochen so viel hingefiebert auf dieses Duell der deutsche Meister gegen den Herausforderer. Und es klingt immer noch komisch, wenn man sagt, wer in dieser Rollenverteilung wer ist, nämlich Leverkusen als deutscher Meister und die Bayern als Herausforderer. Aber wir haben uns sehr auf dieses Spiel gefreut, weil es natürlich auch eine Standortbestimmung ist. Inwiefern ist dieses neue Bayern unter Kompany auch gegen Leverkusen in der Lage, so dominant aufzuspielen? Und kann Leverkusen dem was entgegensetzen? Oder schaffen sie es vielleicht sogar, das zu wiederholen, was sie in der letzten Saison gemacht haben, ihr Meisterstück gegen die Bayern selbst zu gewinnen? Und am Ende muss man sagen, die Bayern unfassbar dominant. Leverkusen hat sich komplett aufs Verteidigen reduziert, hat am Ende dann auch mit dem einen Punkt die Belohnung, die maximale Belohnung fast schon bekommen aus diesem Spiel. Aber ich glaube, wir haben so ein paar Erkenntnisse durchaus mitnehmen können aus dem Spitzenspiel, oder? Ja, dass die Bayern Meister werden. Wahrscheinlich. Würde ich jetzt nicht widersprechen wollen. Das war schon, finde ich, Bayern deutlich dominanter als Leverkusen. Also so deutlich sogar, dass ich bisschen enttäuscht war am Ende von Leverkusen. Vielleicht ist es auch ein bisschen unfair, weil man natürlich, ich meine, einerseits sind sie Meister, auf der anderen Seite sind es immer noch die Bayern gegen Leverkusen und man weiß immer noch nicht so, sind Leverkusen jetzt dauerhaft irgendwie die krassesten oder nicht? Das ist so ein Gefühlsding. Ich war so ein bisschen enttäuscht, dass Leverkusen so chancenlos war, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube, 2 Torschüsse in 90 Minuten. Man kann positiv sagen, sie haben gut verteidigt, aber das ist eigentlich nicht das, weshalb wir Leverkusen gucken, weil sie gut verteidigen. Die Bayern hatten auch diverse Pfosten, Lattentreffer, keine Ahnung, hätten hier das Ding eigentlich auch locker gewinnen können. Auf der anderen Seite muss man sagen, es waren Auswärtsspielen, sie haben einen Punkt aus München geholt und das ist der Shit, aus dem die Meisterschaft ist. Als erste Mannschaft? Ja. In der Saison überhaupt den Bayern. Und gerade wenn die Bayern so dominant sind, dann trotzdem nach Hause gehen und was mitnehmen, zu diesem Zeitpunkt, ich meine, das Spiel, wenn das jetzt am 15., 16. Spieltag, ich glaube, das hast du gesagt, in 90 Minuten dem Podcast mit Tobias Escher. Bitte keine Fremdwerbung einbauen. Das heißt doch 90 Minuten. Es gibt doch noch. Warum guckst du mich denn so an? Ich habe keinen Podcast in 90 Minuten. Du hast aber mitgemacht in einem. Hast du? Ich habe das Videoformat mit Janne, ja. Das habe ich. Wie heißt das? 90 Min ist das von 90 Min. Ich war gerade verwirrt, ja. Dann bin ich ja komplett daneben. Wie kann ich nur so einen Quatsch erzählen? Nächstes Mal bitte ein bisschen. Ja, mich angucken. Ja. Was? Wovon redest du? Du meinst den Podcast, der 90 Min heißt? Ja, weil ich halt, das ist ein Videoformat. Also ich bin ja. Ja, gut, dann wie dumm von mir, sorry. Deswegen war ich verwirrt. Ja, kompletter, entschuldigen jetzt, kompletter Quatsch, den ich erzähle. Entschuldigen jetzt bitte. Wow. Ja, und da hast du gesagt, Tobi Escher, dass, jetzt habe ich vergessen, was mein Punkt war. Sehr gut. Du bist reingegangen mit, wenn es jetzt 10. Spieltag oder so. Genau, dass das ein anderes Spiel wäre, weil dann beide Mannschaften. Erinnerst du dich daran, dass du gesagt hast? Ah ja, okay. Stehe ich auch zum. Okay, ja, das ist ein anderes. Was hat er denn jetzt gesagt? Ja, das ist ein anderes. Versuche ich ja gerade zu sagen. Du hast mich schon wieder unterbrochen, hätte ich es gerade gesagt. Ich wollte es gerade sagen. Das. Was wollte er denn? Was wolltest du denn sagen? Ich wollte sagen, was Tobi gesagt hat im Podcast, den es nicht. Wie heißt denn der? Weiß ich nicht, weiß niemand.
So. Und zwar das, na, hat er natürlich recht, wenn das Spiel am 15. Spieltag gewesen wäre, wäre es ein anderes Spiel gewesen. Jetzt ist noch abtasten, keiner weiß genau so, wo er kräftemäßig steht. Keiner weiß auch tabellentechnisch, wohin die Reise geht. Wenn die Bayern jetzt schon mit 10 Punkten führen würden oder so, oder Leverkusen, dann wäre das ein anderes Spiel gewesen. Deshalb eigentlich fast ein bisschen schade, dass dieses Highlight so früh kommt. So finde ich die Aussagekraft ist noch nicht so deutlich, wie sie sein könnte, aber eine erste Standortbestimmung ist, in den Bayern ist zu rechnen diese Saison. Ich würde ganz gerne mal eine Frage da zu dem, was du gerade gesagt hast, stellen. Und zwar, Leverkusen hat sich aufs Verteidigen beschränkt. Das war unverkennbar für jeden Laien. Ist es eine Schwäche von Leverkusen gewesen? Oder ist es vielleicht sogar eine Stärke in der Form, dass sie eine Variabilität ihres Spiels gezeigt haben, dass sie in der Lage sind zu sagen, okay, wir spielen jetzt gegen so eine Mannschaft wie die Bayern und das wird ja vielleicht auch für die Champions League relevant, wenn sie da gegen die großen Clubs spielen und eben nicht damit rechnen können, das Spiel zu dominieren, wie in der Bundesliga, dass sie sagen, okay, ich kann trotzdem hier was mitnehmen und am Ende zählt ja das, was du mitnimmst und nicht das, wie es ausgesehen hat, weil du sagst, diverse Pfosten- und Lattentreffer, das war die eine Chance von Gnabry, der beides auf einmal getroffen hat, sozusagen. Aber darüber hinaus hatten die Bayern ja gar nicht so viele schreckliche Chancen. Also dieser destruktive Spielstil der Leverkusener hat ja ein Stück weit auch funktioniert. Aber kannst du es dann nicht auch andersrum drehen? Weil es ist, also ja, du hast recht, natürlich, es ist ja bei Alonso auch so, dass er jetzt kein Trainer ist, der Ballbesitzspiel nur um des Ballbesitzspiels willen sehen möchte und der total traurig ist, wenn seine Mannschaft nur 40% Ballbesitz hat. Das kann er ja auch. Hat er auch schon bewiesen. Aber wenn man zum Beispiel schaut, letztes Jahr Rückspiel in Leverkusen, Leverkusen gegen Bayern. Leverkusen kontert Bayern beim 13-0 ja gnadenlos aus und hat ja auch nur 60% Ballbesitz. Es ist nicht vielleicht dann eher so, dass, ja, Alonso möchte das und Alonso hat das auch einkalkuliert, dass er gegen bessere Teams anderen Fußball spielen muss als gegen, was weiß ich, gegen Bremen. gegen Bremen. So. Aber ist es dann nicht der Unterschied gewesen zur vergangenen Saison, dass die Bayern es gar nicht erst erlaubt haben, dass Leverkusen offensiv spielt? Und das die ist Bayern haben ja gar nicht erst erlaubt, dass es diese Konter gibt, die wir letztes Jahr gesehen haben, dass ein Frimpong irgendwie offensiv in Erscheinung tritt, dass Leverkusen hinten rausspielen kann und dann auch mal die Bayern in deren Hälfte pinnt. Das gab es ja gar nicht, diese Phasen, weil die Bayern das mit ihrem hohen Pressing, mit ihrer höheren Risikobereitschaft ja gar nicht erlaubt haben erst. Und ich würde auch nämlich in diese Richtung gehen, wenn du nämlich die Stimmen in den letzten Wochen rund um Bayern-Spiele hörst, dann war immer, okay krass, die hauen jeden aus der Halle. So, und dann danach immer diese Interviews, die gesagt haben, okay, ich fühle mich wieder an das Guardiola-Bayern erinnert, das wird hier alles ganz schön bedrohlich für die auftreten. Es hieß dann aber auch immer, ja, lass sie aber erstmal auf richtige Gegner treffen, dann treffen sie auf den richtigen Gegner und dann macht der aber genau das, was du wahrscheinlich machen musst gegen Bayern München und ist damit der Sieger des Abends, weil sie einen Punkt holen gegen eine Truppe, in einem Bewusstsein, dass dir aber klar ist, wie du schon am Anfang gesagt hast, dass die Bestia, die sich quasi wieder aufwärmt und die jetzt halt nicht ganz zugebissen hat, die andere aber zerfleischen wird. Und das ist die bittere Erkenntnis, dass ich nämlich genauso mit ihr gehe. Ich denke mir, Leverkusen am Anfang der Saison, das könnte was werden. Die Realität zeigt einfach, nee, das ist der Bayern München wird zu stark gerade in allem, was sie machen. Ja, und sie haben vor allem wieder Spaß. Also das merkt man auch, welche Äußerungen aus der Mannschaft kommen. Das ist mal mehr, mal weniger subtil. Du kannst ja auch oft durch ein Lob des neuen Trainers den alten noch mit dissen, ohne seinen Namen zu nennen. Und da ist schon viel zu hören, dass es wieder Spaß macht im Training, dass Spieler stark geredet werden und sie nicht in der Öffentlichkeit kritisiert werden, solche Sachen. Und vor allem auch, dass sie jetzt über 90 Minuten Vollgas geben wollen. Dass sie, auch wenn sie führen, ist egal, wir verwalten das nicht, wir fressen den Gegner auf, wir fressen alles auf. Diese Mentalität nicht locker zu lassen, sondern in jeder Minute weiter zu fressen, ohne Pause. So, das ist ja auch etwas, was dir dann in Fleisch und Blut übergeht. Und das sind die Bayern. Und also da hat Alonso, finde ich, in sehr kurzer Zeit eine Menge erreicht. Aber er trifft natürlich auch auf ein sehr dankbares Fundament. Also die Spieler haben das alle in sich. Sie wollten nur einmal freigelegt werden. Gerade hat man so ein bisschen den Eindruck, es war wie damals der Wechsel von Niko Kovac zu Hansi Flick. So, Hansi Flick. Der flinke Flick. Zum Glück hast du nicht so. Das L vergessen. Ja, genau. Das. Gut, kann man kurz so stehen lassen. So. Also, dass halt schon die Spieler ein Stück weit darauf gewartet haben, dass sie jemanden so wieder auf die Art von alleine lässt, wie sie das brauchen, um zu performen, oder?
Ja, und du merkst es ja auch, du kannst es auch in den Statistiken sehen. Also die Bayern waren vergangene Saison die Mannschaft mit der geringsten Laufintensität und mit den geringsten laufenden Kilometern. Weil kein Bock. Nicht kein Bock, aber weil das Spielstil anders war. Weil das ja nicht eben dieses, wir preschen nach vorne, sondern wir kontrollieren das jetzt. Wir liegen 2-0 vorne und lassen mal am Ball laufen und lassen wir den Gegner, machen da nichts mehr. Das sind sie ja jetzt nicht mehr so. Und jetzt sind sie gerade mit da vorne, ganz da vorne dabei. Ich glaube, nur St. Pauli ist bisher mehr gelaufen in den ersten 5 Spielen. Das ist schon ein krasser Umschwung, den sie da auch geschaffen haben. Und du hast es jetzt auch gemerkt, jetzt halt, wie gesagt, gegen Leverkusen. Sie haben halt wirklich immer wieder rausgeschoben, immer wieder vorne angepresst, immer wieder diesen Mann gegen Mann hergestellt. Aber auch im Gegenpressing waren sie immer sofort wach. Also die haben ja gar nicht erst erlaubt, dass Leverkusen in die Konter reinkommen darf. Aber klar, aber ich finde aber auch, du hast aber auch bei Bayern einen gewissen Respekt vor Leverkusen gesehen. Wo sie halt dann bei Spielen gegen Kiel auch oder gegen Werder auch gesagt haben, okay, wir gehen jetzt mit allen Mann nach vorne und den Konter fragen wir schon wieder ein, haben sie jetzt so ein bisschen aber auch die Absicherung noch stärker im Fokus gehabt. Das hast du ja auch gemerkt, dass sie da nicht das letzte Risiko gegangen sind. Auch die Bayern hatten nur 1,2 Expected Goals erzielt in dem Spiel. Also ja. Es ist nicht so, dass sie da 1000 Chancen gehabt hätten. Ja, und ehrlicherweise, du hast, glaube ich, von den Erkenntnissen aus dem Spiel gesprochen. Ich glaube, das ist fast die gefährlichste Erkenntnis, dass bei München weiß, bei Leverkusen haben wir im Griff. So, aber wenn wir einen Punkt hergeschenkt haben. Aber das macht ja auch was mit dem Selbstbewusstsein dieser Truppe für die nächsten Wochen, wenn die nächsten Gegner auflaufen und sowas alles. Insofern haben sie da wahrscheinlich viel fürs Bayern-Selbstbewusstsein getan. Und Leverkusen vielleicht auf der anderen Seite auch. Ich meine, wie viele Gegentore haben die bisher in dieser, jetzt glaube ich 10? 10, ja. Und gegen Bayern nur einkassiert und einen Punkt geholt. Das ist, hättest du das Leverkusen vor 2 Jahren gesagt, wären sie damit zufrieden gewesen mit diesem Meister-Button auf der Brust. Fühlt sich das wahrscheinlich jetzt hier für uns alle auch ein bisschen mehr wie der Meister, sowas alles so an. Aber im Endeffekt ist es dann, glaube ich, trotzdem ein realistisches Kräfteverhältnis zueinander. Aber ich meine, das sind schon Statistiken. Also wir reden hier immerhin davon, dass sie gegen den deutschen Meister gespielt haben. Fast 70% Ballbesitz, 18-3 Torschüsse. Ja. Ich finde, das war schon irgendwo, auch wenn es am Ende nicht 3 Punkte sind, war das schon eine Ansage, zumal das lag nicht mehr so richtig in Leverkusens Hand, ob es 3 Punkte werden oder nicht, anhand dieses Kräfteverhältnisses. Ja. Also, ja, jetzt kann man sich hinstellen und sagen, hat geklappt, wir haben einen Punkt mitgenommen. Hätte aber auch easy 3 Punkte für Bayern werden können. Und dann hätte jeder gesagt, das war fast ein Klassenunterschied, so ungefähr. Also, ich war insofern ein bisschen enttäuscht, weil man irgendwie denkt, so wenn der deutsche Meister kommt, der auch so souverän letzte Saison gespielt hat, dass das auch spielerisch sich ein bisschen angleicht auf dem Feld, also dass es einen Schlagabtausch gibt, dass die ihre Chance haben, die vielleicht ein bisschen mehr, weil es ein Heimspiel ist, whatever, aber dass das irgendwie, dass das eine Mannschaft ist, die auch spielerisch dann mithalten will, sage ich mal so. Das fand ich so ein bisschen, du hast ja schon gesagt, Alonso ist sich dann nicht zu fein zu sagen, nö, dann gehen wir halt auf Konter oder stellen uns hinten rein oder was auch immer. Aber irgendwie hat man so den, also ich wünsche mir dann natürlich, dass dann irgendwie eine Mannschaft kommt, die auch spielerisch auf Augenhöhe ist mit den Bayern. Und das fand ich so ein bisschen krass, dass das so deutlich, also ja. dass Leverkusen jetzt auch nicht anders da gespielt hat, natürlich mit besserem Personal, aber als das jetzt wahrscheinlich jede andere Mannschaft. Das war also aus neutraler Sicht das nicht das geilste Spiel, weil die eine Mannschaft konnte, also die haben sich nicht mehr getraut, aber konnten auch nicht viel mehr in Leverkusen, hatte man das Gefühl. Also es war nicht so, dass man das Gefühl hat, die haben sich zurückgehalten, sondern auch, die haben sich wirklich da die Zähne ausgebissen an dem Pressing und haben dann die langen Bälle zu Boniface gespielt, der aber gegen Upamecano und Kim an diesem Abend keinen Stich gesehen hat, weil die wirklich gut auch drauf waren, die beiden. Und die anderen, die Bayern, die sind aber auch nicht ins letzte Risiko gegangen. Also die haben ja auch immer geguckt, dass ein Pavlovic und Kimmich weiter hinten bleiben, damit sie ja eine gute Konterabsicherung haben, weil die natürlich auch Respekt vor dem Gegner hatten. Und dann hast du halt wieder das Ding, ja, 5. Spieltag. Wenn es jetzt 12. oder sagen wir 16. Spieltag ist und Bayern hat schon 5 Punkte Vorsprung oder Bayern ist 5 Punkte zurück, dass halt wirklich irgendjemand diesen Sieg braucht, dann ist das Spiel halt irgendwo eine andere Dynamik. Mhm. Und so hatte ich gerade in der Schlussphase auch das Gefühl, ja, so richtig, dass da jetzt jemand auf die 3 Punkte so fall all in geht, war das nicht in dieser Partie. Muss also, auch gar nicht sein dann. Also ich finde, es gibt so ein paar Erkenntnisse. Wie gesagt, die Bayern unglaublich dominant. Aber also auch insbesondere das Gegenpressing, Leverkusen ist nicht zum Atmen gekommen. Die sind ja gar nicht aus der eigenen Hälfte gekommen. Die hatten einen Angriff mit der Ecke, war das Tor. Ansonsten sind ja nicht mal aus der Hälfte rausgekommen. Ja. Also dass die Bayern die Leverkusen da so dermaßen dominieren, fand ich schon wirkliches Statement. Aber darunter liegend ist eben auch das Statement, dass Leverkusen das verteidigen kann, dass Leverkusen auch die Mentalität in der Mannschaft hat, zu sagen, ey, wir verteidigen das hier heute, so wie das ein Atletico Madrid vielleicht machen würde. Und wir gehen hier auf einen Punkt und vielleicht kriegen wir einen Konter und wenn nicht, dann nicht. So, das sind so zwei Erkenntnisse, weil nochmal bei aller Dominanz der Bayern und natürlich wäre ein Sieg
nach allen Statistiken verdient gewesen, aber sie hatten auch nicht die 10-100-prozentigen Chancen. Leverkusen hat, das, und das ist das, was du gerade sagtest, dass Leverkusen das nicht mehr so richtig in der eigenen Hand hat. Und ich finde immer, wenn eine Mannschaft zu Chancen kommt, dann hat die verteidigende Mannschaft das nicht mehr in der Hand, weil dann ist es, dann können sie nicht mehr eingreifen. Und in dem Moment, wo du nicht mehr eingreifen kannst, bist du darauf angewiesen, dass der Stürmer vielleicht nicht präzise genug abschließt. Und dann liegt es aber nicht mehr an dir. Dann hast du Glück gehabt. Aber in dem Moment, wo diese richtig vielen großen Chancen bei aller Dominanz fehlen, hast du auch ein Stück weit gut verteidigt. Ne? Weil du hast nicht so viel zugelassen bei aller optischen Dominanz des Gegners. Und das ist für mich dann die zweite Erkenntnis, dass Leverkusen auch verteidigen kann. Ja. Die haben auch gut verteidigt. Ich finde halt nur, manchmal ist es halt auch, manchmal kommt eine Chance, weil die Flanke halt ein Zentimeter zu weit oben oder zu weit unten ist, nicht. Also ich finde, wenn du erstmal so eine Dominanz gegen dich hast, dann ist auch, auch wenn es jetzt nicht so einen hohen XG-Wert gab, aber das hätte halt auch schnell passieren können, wenn da der ein oder andere Pass ein bisschen präziser gespielt worden wäre und so. Ich weiß, jetzt sind wir wieder im hätte Fahrradkette, hätten die Bayern 7 Tore geschossen, wenn sie einen höheren XG-Wert gehabt. Aber ich meine nur, es war so dominant, dass ich so ein bisschen das Gefühl hatte, ich will nicht sagen, Glück ist vielleicht ein bisschen zu krass, weil Leverkusen auch gut verdient hat. Aber wenn eine Mannschaft so dominant ist, dann gibst du so ein bisschen das Schicksal auch, finde ich, in die Hand und in die Effizienz der dominierenden Mannschaft. Und klar, wenn die nichts draus machen, dann kannst du sagen, wir haben gut verteidigt. Aber ich war einfach nur so ein bisschen enttäuscht, ob des Kräfteverhältnisses so, auch wenn Leverkusen gut verteidigt hat. Ja, wahrscheinlich ist das dann auch auf dem Matchplan das Einzige, was die Lösung gewesen wäre für Leverkusen. Dann hätten sie angefangen, heute Fußball zu spielen oder so versucht wie letztes Jahr mit dem gewissen Ungleichgewicht, das ja offenkundig gerade in der Truppe steht, dann wäre genau das passiert. Dann hättest du so ein Dortmund 5-1 gekriegt oder sowas alles. Und so ist es halt schon auch ein Gewinn für Bayer Leverkusen, sagen zu können, wir haben an dieser Stelle so ein bisschen den Abwärtstrend, was die Defensive angeht, aufgehalten. Ja. Mhm. Und halt, wie gesagt, Punkt in München ist ja auch was wert. Also ist ja nicht so, dass das ein stetes Ergebnis ist. Auswärts, ja. Wenn du die Meisterschaft noch unbedingt spannend reden willst, finde ich, kannst du noch darüber reden, dass ich die beste Phase der Bayern war nach der Pause, wo sie in der ersten Hälfte eingespielt war und dann Leverkusen gar nicht mehr hinten rauskam. Da waren ja auch diese Doppelchance. Aber dann zum Ende hin, finde ich, sind die Bayern nicht besser, sondern eher schlechter geworden durch die Einwechslung. Also es hat bei mir zumindest kein Einwechselspieler einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich fand nicht, dass ein Coman das Spiel bewegt hat. Ich fand, Gnabry war da noch effektiver. Ich fand, Olise war auch effektiver als Sané. Ich fand auch, Guerrero war besser als Leimer. Also die Tiefe im Bayern-Kader ist noch nicht so. Also sie haben eine erste Elf, die funktioniert wahnsinnig gut. Aber dahinter haben sie noch nicht so das Potenzial der Spieler ausnutzen können, finde ich. Ich hatte auch so ein bisschen, wenn ich den Satz noch sagen darf, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass Leverkusen sich so sagt, okay, die Meisterschaft wird nicht in diesem Duell entschieden, sondern die Meisterschaft entscheidet sich, wie wir alle anderen Spiele in dieser Liga sozusagen bestreiten. Sodass du sagst, okay, gucken wir mal, wo die Bayern im Laufe der Saison ihre Punkte liegen lassen. Und wenn wir es schaffen, gegen die vermeintlich kleineren oder schwächeren unsere Punkte zu machen oder auch gegen Konkurrenten wie Dortmund, Leipzig und so weiter, wenn wir da unsere Punkte machen, das ist unsere Aufgabe, da nichts liegen zu lassen. Gegen die Bayern nehmen wir das unentschieden, gehen raus. Und dann geht die Liga für uns sozusagen weiter und da müssen wir die Meisterschaft für uns entscheiden. Das hat ja Xhaka auch quasi direkt nach dem Spiel zugegeben in der Mixed Zone, dass sie auch irgendwann gemerkt haben, dass an diesem Tag hier nicht viel geht. Also dass sie irgendwann gemerkt haben, okay, wir müssen das Unentschieden runterretten. Hat ja auch dann zugegeben, dass sie am Ende sich abgesprochen haben, wer sich hier auf den Boden wirft, um noch ein bisschen Zeit spielen, ein bisschen Zeit rauszuholen. Weil sie halt gemerkt haben, mehr als 1-1 geht hier heute nicht. Das ist schon ein gutes Ergebnis für uns in diesem Spiel. Und wenn du dann dir das Kräfteverhältnis, ich meine, wir waren ja, glaube ich, war du nicht, ne? Aber zwei waren mutig, zwei waren nicht mutig mit Leverkusen. Ja, ich war mutig, aber ich auch. Wie immer wird es nicht belohnt. Ja, ich genauso. Ihr habt ja von vorne auf Bayern getippt und das ist ja die Logik, wenn du dir die Bundesliga anguckst, Bayern München wird deutscher Meister, Punkt. Bayer Leverkusen, die einzige Hoffnung, die gerade für mich da drin steckt, ist, machen es anders als Borussia Dortmund in den Jahren zuvor. Und dazu gehört auch genau diese Einstellung, die du eben gerade beschrieben hast. Ja. Punkt holen in München und Rest der Saison angucken, wo wir landen. Ja. Und erstmal unsere eigenen Hausaufgaben machen. Ja, absolut. Und in jedem anderen Spiel, in 32 von 34 Spielen, ist Leverkusen Favorit und haben sie den Ball und haben auch bei ihrer einzigen Niederlage gegen Leipzig das bessere Spiel gemacht und haben es einfach dumm, unachtsam weggeschmissen. Das hätten sie auch nicht verlieren müssen, dann hätten wir jetzt punktgleiche Konkurrenten. Ne? Also so wirkt es ein bisschen, als wenn die Bayern schon enteilt sind. Aber Leverkusen hat ein Spiel verloren und die Saison ist noch lang.
Deswegen, ich würde jetzt auch Leverkusen nicht zu schlecht reden. Die werden in den nächsten Spielen wieder das alte Leverkusen sein, werden wieder dominieren und viele Tore schießen. Zeigt einfach auch nur, wie gut die Bayern derzeit sind. Wenn die Champions League dann so richtig ihre Doppelbelastung entfaltet und auch die großen Gegner kommen und die Bayern rotieren, dann wird sich natürlich zeigen, wie sich das in die Liga rettet, weil du ja auch richtig sagst, dass gerade mit Gnabry und Olise hast du halt zwei Spieler, die auch wirklich arbeiten, ne? Mhm. Und diese Meter machen. Also unter Kompany läuft die Bayern-Mannschaft sehr viel mehr als unter Tuchel. Und diese Intensität können Olise und Gnabry vielleicht eher liefern als einen Sané und einen Coman, sodass mal gucken, inwiefern die Art und Weise des Spiels dadurch verändert wird, dass vielleicht auch rotiert werden muss. Auch aufgrund des Kaders einfach, weil du natürlich wahrscheinlich auch diese Spieler nicht die ganze Saison auf die Bank setzen kannst. Willst du ja auch nicht verärgern, aber mal gucken, was dann ist. Ich würde gern auf das, was du gerade gesagt hast, nochmal eingehen und da so eine kleine Brücke schlagen, bevor wir gleich die anderen Spiele besprechen. Das, was nämlich Granit Xhaka gesagt hat. Auf der einen Seite finde ich diese Ehrlichkeit gut, weil er spricht ja nur aus, was alle wissen. Aber es ist, finde ich, auch ein Stück weit ein Beweis der Verkommenheit, dass er sich da auch so hinstellt und ganz nonchalant sagt, ja, ich hatte das besprochen hier mit Robert Andrich, wer schmeißt sich hin? Einer muss sich hinschmeißen und das Spiel mal blockieren. Sagt Robert Andrich, ich habe schon gelb, mach du. Ja, okay, alles klar, habe ich mich auf den Boden geschmissen und so getan, als ob ich Schmerzen habe. Und das fand ich insofern auch ein Stück weit erschreckend, so als Zuschauer des Spiels, weil ja auch parallel Wolfsburg gegen Stuttgart genau die gleiche Geschichte war, als da gibt es ja diese Szene in der, was war das da, kurz vor Schluss, in der, weiß nicht, nach der 90. Als sich, ich weiß gar nicht mehr, wer war das, Amura? Nee, da war da schon raus. Wer von Wolfsburg hat sich da so auf den Boden geschmissen? Sag mal, welche Szene du meinst jetzt. Das war in der 90. Minute mit, die Szene mit Undav. Als er schmeißt sich einfach auf den Boden, es war nichts. Also du siehst, wie er einfach abhebt und sich auf den Boden schmeißt und sich vor Schmerzen windet. Und man, du siehst ja die Fernsehbilder. Es entlarvt ihn halt komplett. Es war halt einfach gar nichts. Es war zu 100% geschauspielert in dem Versuch noch entweder dem Gegner eine gelbe Karte abzutrotzen oder natürlich in erster Linie dem Spiel die Minuten zu nehmen, die Stuttgart noch braucht, um den Ausgleich zu machen. Und das ist so schäbig und das fällt halt zusammen mit dieser Aussage von Xhaka, sodass ich in dem Moment wirklich gedacht habe, so ey Leute, wisst ihr was, ihr wollt es ja offensichtlich nicht anders, dann gibt es jetzt gar keine Verletzung, gar keine Behandlung mehr. Ihr müsst euch selber vom Feld robben. Es sei denn, das Bein steht im 90-Grad-Winkel ab. Und Rest der Zeit, legt euch hin. Es ist okay, legt euch hin, bleibt liegen, solange ihr wollt. Das Spiel läuft einfach komplett weiter, noch mehr als es jetzt schon der Fall ist. Und ihr müsst euch dann aus eigenen Kräften mit den Händen in den Rasen so nach vorne ziehen, hinter die Auslinie, dann könnt ihr behandelt werden. Aber es ist albern. Und ich will nicht wissen, wie viele Prozent der Situation wirklich geschauspielert sind. Man muss ja dazu aber auch sagen, ich weiß, ihr erinnert euch wahrscheinlich noch an unsere Kindheit, wo es ja einfach nicht üblich war, den Ball ins Auszuspielen, wenn einer verletzt war. Da war es ja genauso, wie du gesagt hast. Ja. Und ich weiß, dann irgendwann Mitte der 2000er ist es dann so en vogue geworden, dass man so nett ist und den Ball dann ins Ausspielt. Und das hat sich halt jetzt so weit ins Gegenteil verkehrt, dass die Leute das ausnutzen einfach. Brutal. Es wird ja zum Glück jetzt weitergespielt. Das ist dieses Ausspiel wird ja nicht mehr gemacht, zum Glück. Das ist eine der besten Regeländerungen in der Fußballgeschichte, weil ich das Gefühl habe, dass die Aufforderung, der Nährboden für Schauspielerei ist einfach im Fußball so dermaßen fruchtbar. Es nervt. Und du hast Und du hast ständig das Gefühl, es gibt ja wirklich, Fußball kann auch wehtun, weil die spielen ja auch alle ohne Schienbeinschoner. Die haben ja nur so Pseudo-Schienbeinschoner aus so ein kleines Pappstück, weil es im Regelwerk steht. Deswegen, das kann schon wehtun, wenn du mit Stollen umgesenzt wird am Knöchel und so. Keine Frage. Und die verletzen sich teilweise auch richtig und will ich nie fragen. Aber du fragst dich trotzdem, wie viel Prozent sind es? 60%? Sind es 80%? Ist geschauspielert. Deswegen, ich bin Meinung hier, knallhart. Am krassesten sind die selber runter. Das kennt jeder aus fast jedem Fußballspiel, wo einer am Boden liegt, aber dann kommt die Mannschaft, die eigene Mannschaft im Ballbesitz und merkt, steh wieder auf. Ich bin am 16er und wenn ich jetzt aufstehe, haben wir einen Mann mehr hier vorne und plötzlich steht er und verlangt den Ball. So eben noch da gelegen, so wie so, du denkst so, oh mein Gott, der muss ins Krankenhaus und zack, steht er auf und fordert den Ball und innerhalb von einer Sekunde, und ich achte auch immer so auf Spieler, die dann, manche sind richtig gute Schauspieler, die das dann so richtig ausacten noch, ne? So, also dann stehen die schon wieder und dann humpeln die aber noch so ein bisschen, halten sich nochmal irgendeine Stelle, die überhaupt nicht getroffen wurde, so. Wenn sie dann den Ball haben, plötzlich ist der Schmerz weg und es geht. Ich kenne wirklich keine Sportart, bei der Schauspielen
so legitim ist und auch so konsequent durchgezogen wird von allen. Also es ist echt krass, aber ich weiß gar nicht, wie wir da jetzt drauf gekommen sind, aber es ist ja über die Aussage schon ein bisschen lustig. Ja, war das Kolirakis? Ich weiß es, ich muss mir so mal angucken. Ich will jetzt nämlich auch niemanden beschuldigen, der es nicht war. Lamura war es nicht, das weiß ich. Nee, der war schon raus. Ich glaube, es war Kolirakis. Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls, ja, also das ist etwas, was mich massiv nervt und ich fühle mich dann durch diese Aussagen und insbesondere halt in Kombination mit dem, was in Wolfsburg da wieder offensichtlich wurde, einfach bestätigt darin, dass es... Es müsste eigentlich noch mehr geahndet werden. Schauspielen, ja. Du müsstest eigentlich Schauspielen noch mehr an, weil das ist ein Täuschungsversuch eigentlich, der im Zweifelsfall natürlich dem Gegner einen großen Nachteil bringt. Und eigentlich müsstest du das noch mehr unter Strafe stellen. Nur wollen wir noch mehr Unterbrechungen durch den VAR, weil einer dann, keine Ahnung, also das würde ja dann noch mehr nervig sein. Ja, im Nachgang jemanden sperren. Andi Möller wurde damals, als er diese Schwalbe gemacht hat, Mitte der 90er gegen Karlsruhe, was zur deutschen Meisterschaft des BVB beigetragen hat, da wurde er im Nachgang gesperrt. Warum wird er nicht gesperrt? So eine Empörungsgeschichte. Das Problem ist, die sind auch zwei unterschiedliche Szenen halt. Du kannst halt dann schwer nachweisen, wenn jetzt Xhaka nicht gerade sich so ehrlich sind vor die Kamera stellt, was man ihm auch zugutehalten kann und sagt, ja gut, ich habe mich nicht verletzt, ja bist du nur so getan. Aber du kannst es ja schwer nachweisen, dass der Spieler in der 90. Minute eben nicht verletzt war, sondern einfach sich dahin geworfen hat. Bei Kolirakis ist es, glaube ich, was anderes. Und der Vorbehalt, dass er es war? Weil er sich da ja wirklich dann zu Boden geworfen hat. Das war eine Schwalbe, ja. Das war was anderes. Aber bei Xhaka, die Szene ist halt ganz schwer, wenn der das nicht zugibt. Verstehe ich. Ja. Aber wie wäre es, wenn man Spieler noch deutlicher damit konfrontiert? Zum Beispiel durch Zeitlupen, auch die Zeitlupen zeigt, guck mal, was war denn hier los? Du hältst dir die Nase, aber du wurdest überhaupt nicht an der Nase berührt. Erklär uns das mal. Also, dass du dir auch mal vor die Kamera zum Rechtfertigen holst und so. Und das nicht einfach so, dass du das nicht einfach so auch als Kommentator oder dass das nicht als so akzeptiert wird. Dass dieses Bescheißen schon so, naja, so schlimm, weil auch bei Kommentatoren hört man ja oft, ich weiß jetzt nicht, ob das so schlimm und dann geht's weiter. Aber man könnte das ja auch noch ein bisschen mehr skandalisieren. Man könnte aber auch theoretisch als Regeländerung einführen, dass ein Spieler, der verletzt am Boden liegt, dass der immer untersucht werden muss und zwar von einem neutralen Arzt und das hat dann mindestens 5 Minuten zu dauern. Dann kommt es sehr viel seltener vor, dass das passiert, ist dann andererseits wieder der negative Effekt, dass wenn Spieler sich halt wirklich wehtun und das dann wirklich nach 2 Minuten wieder geht, dass sie dann noch 3 Minuten draußen sitzen müssen. Also dass sie dann vielleicht nicht rausgehen zur Behandlung. Natürlich gibt es die Verletzung, du kriegst einen auf den Knöchel, das tut 2 Minuten weh und du bist dir nicht sicher, habe ich mich verletzt, ist ein Riss drin und dann lässt der Schmerz nach und du merkst, okay, es ist okay. Diese Verletzung gibt es ja wirklich. Also es ist ja nicht so, dass alles geschauspielert ist, aber das ist halt im Zweifel ruinieren diese Leute und deswegen, das meinte ich, du weißt ja nicht, wie viel Prozent dieser Aktionen geschauspielert sind, weil die ja wirklich so gut sind und das ja wirklich auch, die spielen es ja zu Ende durch. Selbst wenn die Zeitlupe beweist, der wurde nicht getroffen, spielen sie ja dann noch 1-2 Minuten so, als wenn irgendwas wäre, weil sie wissen, okay, ich muss die Performance zum Ende bringen. Das ist ja dumm und absurd. Und deswegen, ich bin der Meinung, sowas Deutliches wie jetzt diese Geschichte, wegen Unsportlichkeit im Nachhinein 1-2 Spiele sperren, dann hast du wenigstens bezahlt. Ja, weißt du jetzt die Xhaka-Geschichte oder welche Geschichte? Nee, nicht Xhaka, der hat ja die Wolfsburg-Geschichte. Wolfsburg-Geschichte. Aber es geht ja auch darum, nur Leute zu überführen, die nachweislich nicht getroffen wurden. Weil es ist schon ein schmaler Grat. Man kennt das so zum Beispiel vom Boxen. Du siehst eine Zeitlupe und denkst, hä, wieso war denn das ein Knockout-Punch? Das sieht aus, als ob der den nur so leicht berührt hat. So in Zeitlupe, will ich damit sagen, sehen die Sachen manchmal auch anders aus. Ne? Manchmal reicht ja so, wenn ich jetzt an ein Schienbein gehe und so flinge, kann es schon wehtun, wenn da einer mit Stollen kommt oder auch nur leicht streift, aber das in einer hohen Geschwindigkeit passiert. Was die Zeitlupe so nicht wiedergibt, dann kann das wehtun. Das heißt, wenn es einen Kontakt gibt, sollte man nicht zu sehr interpretieren, wie weh das tut. Da begibt man sich auf dünnes Eis. Aber wenn es offensichtlich keinen Kontakt gibt oder sich jemand eine Stelle hält, die überhaupt nicht nachweislich nicht getroffen wurde oder so, also da, wo man wirklich mit fast 100%iger Sicherheit sagen kann, das hat überhaupt nichts damit zu tun, was du hier gerade machst und du versuchst gerade was rauszuschinden. Das, finde ich, müsste mehr geahnt werden. Und da gibt es auch genug eindeutigen Kram. Das sieht man in jedem Spiel. Ich habe es bei der Eintracht, habe ich auch eine Situation von Robert Koch gesehen, der sich die Nase oder das Auge gehalten hat, haben sie eine Zeitlupe gezeigt. Der wurde überhaupt nicht berührt. Der wurde überhaupt nicht berührt. Ja. Aber hält sich dann so die Nase so. Ja, das ist einfach, das, finde ich, könnte man genauso ahnen wie ein Foul. Weil es im Zweifelsfall ja auch eine starke Konsequenz unterstellt, sozusagen für den, der vermeintlich das Foul gemacht hat. So. Ihr seht, wir sind in Rage. Kolirakis ist übrigens korrekt. Also wir haben jetzt nicht hier jemanden fälschlicherweise vor den Bus geworfen. Der war derjenige, der diese Schwalbe bei UNDAF gemacht hat, um den schnell ausgeführten Freistoß zu verhindern. Ja. Ich höre hier so zu und frage mich die ganze Zeit, ob das realistisch umsetzbar wäre. Ja, aber man muss die Wut auch mal äußern. Vollkommen klar, vollkommen klar. Aber ich stelle dir mal vor, wir wären Bundesligissimo. Ja.
würden wir diese Diskussion führen? Ah, Nico. Ah, du Schwein. Das ist jetzt ein Diss gegen die Serie A gewesen, oder was? Nee, ich zeig ihn an. Ja. Ihr habt's alle gesehen. Ja, ich hab's gesehen. Gibt's so ein Format eigentlich für die Serie A? Könnten wir mit denen mal Kontakt aufnehmen und mit denen über Schwalben diskutieren? Oh, das wäre so geil, so ein Austauschprogramm. So einer geht uns irgendwie so zu der italienischen oder einer zu der spanischen und den lernen wir die hier ein. Und dann mal quasi erklären lassen, Signore, das gehört zur DNA des Fußballs. Des Schauspielern? Nee, das ist die Emotion. Ich finde nämlich genau das muss man dem Sport austreiben. Ich hasse es. Wenn Pippo Inzaghi den 17. Elfmeter geschunden hat, damals, ich hab's damals schon beim Gerechtigkeits. Euroleague-Finale. Ich hab's schon damals nicht abkönnen. Vor zwei Jahren, Euroleague-Finale in Budapest. Ich im Stadion Sevilla gegen AS Roma. Und die beiden Mannschaften fangen ab der 10. Minute an und lagen da auf dem Boden. Und ich dachte, Jolle, was? Am Ende gab es ja auch 118 Minuten Nachspielzeit gefühlt oder so. Aber irgendwie, ich bin 100% bei euch. Und trotzdem, irgendwas in meinem Herz sagt mir, ich liebe das einfach, dieses Theater. Das ist Wrestling dann. Das macht Wrestling. Nein, null. Das WWE. Das macht es noch so ein bisschen mehr, so inklusive der Situation. Ich fühle dich so ein bisschen, fühle ich dich auch, weil es darf halt nicht da so darin eskalieren, dass Fußball so ein zweites Rugby wird, wo alle so vom Schiedsrichter so sind und niemand mehr irgendwas sagt. Mich nervt das auch, warum war es keine Rudelbildung mehr? Bruder, rauf da mit 20 Leuten. Gib ihm, ich mag das. Andererseits, hast du die letzte Minuten, wahrscheinlich nicht, aber ich habe sie intensiv verfolgt. Kommen wir noch drüber. Letzte Minuten Werder Bremen gegen Keke Top und Grüll, die einfach 5 Minuten von der Nachspielzeit damit weggenommen haben, dass hier in der Eckfalle sich im Kreis gedreht haben. Ich hasse das. Aber das ist was anderes. Das ist ja, wir dürfen nicht 10 Sachen hier vermischen jetzt. Ja, okay. Ja, aber das von Kulirakis ist halt schon eine dreiste Schwalbe. Da können wir über Schwalbe einfach reden. Gibt es Schwalbe, ist gelb. Ja, warum gibt es da kein Gelb? Oder gibt es da auch keine Zeitstrafe zum Beispiel für Schwalben? So. Wozu gibt es einen Videobeweis? Das frage ich mich auch. So. Auf die Frage kommen wir ja mal am Ende. Warum eigentlich? Wir kochen jetzt mal runter. Ihr seht, Fußball ist emotional, ohne Emotionen ergibt Fußball ehrlicherweise überhaupt keinen Sinn. Es sei denn, man spielt ihn selbst, dann macht es noch Spaß. Wir kochen jetzt ganz kurz runter. Wir gucken uns mal einen gemeinsamen Spot an. Ihr wisst ja, wir sind alle sehr sportbegeistert. Wir gehen regelmäßig ins Fitnessstudio, stemmen die Eisen. Und hier haben wir ein bisschen was für euch, falls ihr das auch gerne macht oder machen wollt. Und dann sehen wir uns gleich wieder und sind dann richtig nüchtern. Und die Emotionen sind alle raus. Der Alltag kann manchmal echt ganz schön stressig werden. Vor allem, wenn man zwischen Arbeit, Sport und dem nächsten Bundesligaspieltag hin und her pendelt. Da bin ich eigentlich echt immer froh, wenn ich mein AG1 von Athletic Greens dabei habe. AG1 ist eine einfache und aber auch leckere Möglichkeit, meine Nährstoffzufuhr zu optimieren. AG1 gibt mir Power vor und nach dem Sport. Mit 70 hochwertigen Inhaltsstoffen wie Vitaminen und Mineralien bekommt mein Körper alles, was er braucht, um auch bei krassen Challenges Vollgas zu geben. Und wenn ich nicht gerade im Gym bin, dann helfe ich meinem Körper bei der Regeneration und habe genug Energie, um doch nochmal eine Runde Fusi zu zocken. AG1 unterstützt nicht nur die Verdauung und stärkt das Immunsystem, damit ich schneller wieder ans Eisen komme oder eben noch fit genug bin für die nächste Runde Fußball. Also, probier's doch mal aus. AG1 von Athletic Greens. Teste AG1 im Abo. Ganz ohne Vertragslaufzeit und mit Geld-Zurück-Garantie. Klick dafür einfach auf den Link in der Bauchbinde. Hallo und herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr da seid. Wir nutzen die Restempörung, die noch übrig ist, und bauen daraus eine Brücke hin zu dem Spiel, über das wir gerade gesprochen haben, nämlich Wolfsburg gegen Stuttgart. Da hatten wir ja diese Situation, aber es gab noch einige andere, über die wir sprechen müssen, um das jetzt die Empörung nicht komplett im Boden der Friedfertigkeit versinken zu lassen. Lass uns da direkt nochmal einsteigen. 2-2 ist das Ergebnis, ist jetzt erstmal Nebensache. Sprechen wir zum einen natürlich über diese Schwalbe, klar, aber wir reden über die gelb-rote Karte, die Stuttgart bekommen hat, nämlich Karasor nach einem Zweikampf gegen Maxi Arnold. Und das war nach Betrachtung der Fernsehbilder eher andersrum, nämlich Arnold tritt eigentlich Karasor auf den Knöchel und der Schiedsrichter bewertet die Situation falsch, schickt Karasor vom Feld, Arnold kriegt den Freistoß und keine gelbe Karte. Und damit ist das Spiel natürlich nicht entschieden, aber es wurde massiv eingegriffen, natürlich. Denn es war eine 63. Minute, da war noch viel Zeit, das
stand zu dem Zeitpunkt 1-1. Und das hat natürlich dann auch Einfluss genommen auf das Ergebnis. Ja, Stuttgart ist natürlich empört, legt auch Einspruch ein oder hat schon Einspruch eingelegt gegen die gelb-rote Karte. Ich nehme mal an, da wird auch stattgegeben, weil das ja wirklich zu albern gewesen ist. Vor allen Dingen, weil auch der Schiedsrichter Jablonski ja zugegeben hat im Nachhinein, dass er da eine Fehlentscheidung getroffen hat und dass er sie anders getroffen hätte, wenn er auf die Fernsehbilder hätte zurückgreifen können. Und das war ehrlicherweise ein guter Auftritt, ne? Von Jablonski? Ja. Ehrlich. Ja, ehrlich. Schönes Gut. Chaka und Jablonski, die halten die Ehrlichkeit hoch im deutschen Fußball. Ja, also, wo fangen wir an? Lass uns erstmal wirklich über die Situation als solches ganz kurz sprechen. Und dann darüber hinaus vielleicht auch unsere Twitter-Diskussion, die wir beide geführt haben, hier nochmal im erweiterten Kreise weiterführen. Oh, die habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, wir haben uns, Tobi und ich haben uns komplett gebieft, gebasht. Das kann ich nicht glauben. Doch, Beleidigung. Oft öffentlich. Ihr seid beide nicht fähig, Emotionen zu empfinden. Wie zumindest ich auf Twitter. Ja, also. Apropos, ich muss von dir nochmal was über die Gamer-Szene. Was willst du wissen? Die gibt es nicht. Ja, ich möchte gerne mal wissen, warum. Können wir das nachher nochmal erklären? Weil ich ein dummer Hurensohn bin. Könnt ihr später gerne dann in einer etwas längeren Sondersendung dann nochmal ausdiskutieren. Lass uns kurz bei dieser Situation bleiben. Also, Tobi, die Diskussion, ich hatte gesagt auf Twitter, bei einem Platzverweis, egal ob gelb, rot oder rot, sollte es die Möglichkeit geben, dass bei einer Fehlentscheidung, bei einer klaren Fehlentscheidung der Schiedsrichter sich die Bilder anguckt, der VAR eingreift, weil ich der Meinung bin, dass ein Platzverweis so ein Eingriff ist in das Spiel, dass es eigentlich unverantwortlich ist, obwohl alle es gesehen haben, eine Fehlentscheidung so stehen zu lassen. Nur weil irgendeine Regel das gerade nicht abdeckt, dass man sich das nochmal angucken darf. Du wiederum hast eine andere Meinung. Naja, ich bin da auch unschlüssig, weil ich sehe das Argument auch und man muss jetzt, wo die Kameras auf dich gerichtet sind. Ich kann den Twitter-Thread vorlesen. Ja, nein. Bleibt bei dem, was du gesagt hast. Die Argumente meinerseits bleiben ja bestehen. Erstmal nochmal, also die Szene war ja folgendermaßen: Karasor und Arnold sind im Zweikampf. Karasor trifft den Ball, Arnold trifft Karasor, aber Karasor fliegt mit Gelb-Rot vom Platz. Wenn du rausgehst zum Videobildschirm, siehst du das sofort, gibst dann Arnold Gelb, Spiel geht weiter, nichts passiert so. Arnold hatte, glaube ich, sogar Gelb-Rot gesehen dann in dem Moment, oder? War das nicht sogar so? Also er hat auf jeden Fall Gelb bekommen, ich weiß nicht mehr in welcher Minute. Ja, er hatte schon Gelb in dem Moment, ja. Er wäre dann auch vom Platz geflogen. 55, so kurz davor. Ja, also er war schon Gelb vorbelastet. Das Argument, hätte das einfach wenn Platzverweis ist eine große Szene in einem Spiel, die entscheidet auch das Spiel, hat auch dieses Spiel mit entschieden und deswegen sollte er sich die angucken, da kann ich schlecht gegen argumentieren, weil das ist Fakt, da hast du recht. Das Problem, was ich natürlich habe, ist, dass ich immer persönlich froh bin, wenn der VAR so wenig wie möglich eingreift. Also ich werde ja zwar immer als Verteidiger des Videoassistenten hingestellt, aber an und für sich bin ich immer froh, wenn es halt wirklich nur bei einer klaren Fehlentscheidung und bei wirklich den großen Dingen geht. Und das Problem ist, ich sehe das halt so als Einfallstor, dass nachher irgendwann der VAR wirklich alles angreifen kann. Weil letztlich ist ja eine zweite gelbe Karte, ist ja nichts anderes als die erste gelbe Karte, regeltechnisch gesehen. Es ist ja einfach nur zweimal gelb und deswegen musst du vom Platz gehen. So. Das ist ja die Regel da. Und dann theoretisch könntest du dann sagen, du müsstest eigentlich alle Entscheidungen aufbrechen. Was passiert denn jetzt andererseits auch, wenn die Szene andersrum ist? Also Karasor sieht gelb für diese Arnold-Szene, die kein Gelb war. Und später sieht er gelb-rot für ein anderes Vergehen, was aber gelb war. Musst du dann im Nachhinein nochmal die erste gelbe Karte eingreifen, die vielleicht ja schon 60, 70 Minuten her ist? Sehe ich halt schwierig. Und das ist für mich so ein Argument, mit dem ich mich sehr, sehr schwer tue. Das ist so ein Totschlagargument zu sagen, okay, dann musst du aber jede gelbe Karte überprüfen, weil das Regelwerk sonst nicht konsistent ist. Und dann ist die nächste Betrachtungsweise, ja, okay, dann musst du ja jedes Foul betrachten. Und das sehe ich halt überhaupt nicht, weil meiner Meinung nach ist ein Platzverweis in dem Moment für den Fortgang des Spiels völlig irrelevant, ob das eine rote oder eine gelb-rote ist. Weil das ist nur die Anzahl der Sperre, die dann in der Zukunft liegt, von der andere Vereine profitieren, die dann gegen diese Mannschaft spielen mit der roten Karte. Für das Spiel selbst ist es irrelevant, welche Farbe die Karte hat, solange sie rot ist. Das heißt, du greifst auf gleiche Gewichtung ein in das Spielgeschehen. Und dann ist es ja so, wenn du gelb hast, dann bist du vorbelastet, dann weißt du das und dann kannst du dein Verhalten anpassen. Diese erste gelbe Karte führt aber maximal zu einer Vorsicht, dass du sagst, ich kann vielleicht nicht mehr so intensiv in Zweikämpfe gehen. Aber die zweite gelbe Karte führt zu einem Platzverweis. Damit ist die gesamte Mannschaft, das ist dann keine persönliche Strafe mehr, die gesamte Mannschaft ist gestraft, plus die Fans. Und für mich ist das Argument, dass du dann jede gelbe Karte überprüfen musst, deutlich schwächer als das Argument zu sagen, ey, der Platzverweis, das, was der... wie der eingreift, das kann ja auch theoretisch nach 10 Minuten schon der Fall sein. Das kann eine größere Gewichtung haben als ein Tor. Und jedes Tor wird überprüft. Warum nicht jeder Platzverweis?
Und ich finde nicht, dass man sich die Möglichkeit kaputt machen sollte, das zu überprüfen mit dem Argument, dass man ja die anderen gelben Karten dann auch überprüfen müsste. Unbedingt. Meine Meinung. Ich bin tatsächlich bei Nils in dem Punkt, weil ich finde, wenn man, also vorausgesetzt, man würde eine Regel finden, wo man sagt, rote Karten, egal ob gelb-rot oder glattrot, werden immer überprüft, weil es eine, wie du ja gesagt hast, große Entscheidung ist. In dem Moment, wo man eine gelb-rote oder eine rote, also eine große Entscheidung überprüft, ist eigentlich auch egal, ob die gelbe Karte davor gerechtfertigt war oder nicht, weil die harte Konsequenz der eventuell ungerechtfertigten gelben Karte wäre ja die gelb-rote und die wird überprüft. So dass, wenn man das überprüft und feststellt, okay, er hat ihn nicht berührt, dann gibt es auch nicht gelb-rot und dann ist, spielt auch keine Rolle, ob die erste gelbe Karte an 70 Minuten früher oder so da war oder nicht. Ich finde, rote Karten sind so einschneidend in das gesamte Spiel. Man stelle sich mal vor, das wäre in der fünften Minute oder so passiert. Das ist jetzt hier relativ im hinteren Drittel des Spiels passiert. Also man stelle sich vor, sowas passiert in den ersten 5 oder 10 Minuten und eine Mannschaft muss 80 Minuten in Unterzahl spielen. Das ist schon ein unfassbarer Nachteil, wenn wir bei Bremen, nicht, dass das ungerechtfertigt war, aber wir werden sehen, was so ein Mann weniger auf Feld halt manchmal auch ausmachen kann. Also man, eine einfache Regel zu sagen, rote Karten werden nochmal überprüft. Und da würde ich gerne nochmal drauf eingehen, über dieses Überprüfen. Das muss doch heutzutage machbar sein, dass sowas quasi parallel abläuft und zwar schnell. Ich erwarte nicht, dass der Schiri dann rausjoggt, sich das 10-mal anguckt, sondern da reicht doch einfach im Kölner Keller jemand, der sich das anguckt und sagt, hier, pass auf, Karazor, das war kein Foul, Ende. Und dann sagt er das dem Schiri und der Schiri vertraut diesem Urteil und sagt, alles klar, das ist eine Sache von Sekunden. Also das muss doch gar nicht großes Spiel aufhalten und du machst das Spiel einfach gerechter. Ich finde bei dieser ganzen VAR-Diskussion auch immer so, warum nimmt das denn immer so lange Ausmaß? Es ist fast schon so ein bisschen theatralisch, wie der Schiri da hinguckt, sich das anschaut, dann zurückgeht und so. Das könnte doch auch alles viel schneller gehen, weil da sind ja 6 Leute im Keller, die sich's angucken. Und wenn 6 Leute im Keller dir sagen, da war kein Kontakt, zack, fertig. Nächstes Thema. Ja, also ich glaube, dagegen muss man schon halten, dass der Schiedsrichter, wenn er die Entscheidung trifft, im Zweifel auch noch selber einen Blick drauf werfen möchte. Aber die Inszenierung dessen macht auch da halt zum Beispiel, mach's auch wie die NFL, bau noch 3 Werbeblöcke ein, zeig noch ein bisschen mehr Bilder davon, sich wiederholende Szenen, sodass du alle mit einbindest im Stadion und vor den Fernsehern. Glaube ich, wäre die bessere Lösung für all das. Ja, gut, das Problem ist jetzt erstmal, dass die Karasor-Szene, der darf davor ja, selbst wenn er was gesehen hat, darf er nichts sagen. Es, ja, und das ist ja momentan nicht, gehört ja nicht zu den Szenen, wo es ist. Deswegen ist es ja Nils und meine Diskussion. Sollte das eine Szene sein, wo der VAR was sagen sollte oder nicht? Deswegen, das ist jetzt erstmal das Hauptproblem bei dieser Szene. Selbst da, ich fand die Szene auch nicht. Also er trifft ihn, er trifft nur den Ball, aber das hast du auch erst in der zweiten, dritten Zeit drüber gesehen. Was ist denn das für eine alberne Regel? Sorry. So? Was, ja, ich weiß, aber was ist, wie albern ist das? Der Schiri sagt, hat Karazor gefoult? Sagen wir nicht. Ich sag's dir, ich weiß es, aber ich sag's dir nicht. Ja, aber sag mal jetzt, ich muss dem Geld oder Rot geben. Hat er den jetzt getroffen oder nicht? Sagen wir nicht. Was ist das für eine Scheißregel? Ihr wisst die Wahrheit? Ihr wisst die Wahrheit. Ihr habt die Wahrheit gesehen. Ihr könnt die Wahrheit beweisen, aber die Regel besagt, ihr dürft die Wahrheit nicht sagen. Was ist das für eine dumme Regel? Du sagst hier einerseits, dass du genervt bist von diesen ewigen VAR-Checks und dass das so lange dauert. Und das ist aber manchmal halt einfach so. Diese Szene hätte auch, wenn wir einen VAR-Check, die hätte 2 Minuten gedauert. Weil da musstest du wirklich genau raufgucken, wer trifft da zuerst. Das ging ja, die wäre nicht einfach so um nebenbei gegangen. Das hätte uns auch 2 Minuten gekostet. Ja. Und deswegen bin ich ja immer der Meinung, lass das auf so wenige Szenen. Lass nicht jetzt jede Szene reinnehmen. Lass nicht noch da noch einen Freistoß, der dann zum Tor wird. Der spielentscheidende noch Szenen? Ja, wie viele rote Karten entscheidende Szenen? Eben, deswegen sehe ich ja das Argument, dass das eine spielentscheidende Szene ist. Ich weiß halt nur darauf hin, dass du dann ein Ungleichgewicht hast. Ja. Und wie gesagt, was machst du mit dem? Lass halt ihn in der 5 Minute eine ungerechtfertigte gelbe Karte sehen, dann muss er sich das ganze Spiel zurückhalten und siehst dann auch noch in der 65. gelb-rot. Aber du kannst doch nicht eine Ungerechtigkeit durch eine andere rechtfertigen. Du kannst doch nicht sagen, guck mal, hier ist schon eine Ungerechtigkeit, dann müssen wir jetzt konsequent sein und die nächste Ungerechtigkeit auch noch geschehen lassen. Das ist doch völliger Quatsch. Es geht doch am Ende des Tages darum, den Sport gerechter zu machen. Und niemand will sowas sehen. Und das ist auch kein exotischer Ausnahmefall. Wir hatten es auch in der 2. Liga bei Schalke gegen Nürnberg, als Schalke das Spiel verloren hat, genau wegen so einer Situation. Wir haben die Technik, wir haben die Bilder, wir haben die Wahrheiten, wie Eddie gesagt hat. Warum kommen sie nicht zum Einsatz? Und Jablonski übrigens, nachdem wir uns über Twitter debattiert haben, hat er selber auch gesagt, er würde sich als Schiedsrichter das wünschen. Und was ich auch nicht verstehe, ist, es ist jetzt alles etabliert, man muss es ein Stück weit nur auch miteinander verzahnen, weil das sind jetzt noch 2 Instanzen, die Schiris auf dem Platz und der Kölner Keller.
aber Schiedsrichter arbeiten in Gespann. Ja. Der Schiedsrichterassistent und der Schiedsrichter, die sind immer zusammen unterwegs. Das ist ein Team und die sind aufeinander abgestimmt. Und jeder Schiedsrichter hat eine andere Linie. Und die Assistenten und der Schiedsrichter fahren diese Linie gemeinsam. Die kennen sich, die wissen, was will der Schiedsrichter. Der Assistent weiß, wann hebe ich die Fahne, was darf ich mitentscheiden, wo ist der Bereich, wo ich Zweikämpfe bewerte und im Zweifel die Fahne hochnehme und dem Schiri signalisiere, das war ein Foul. So, das ist alles eine Abstimmung innerhalb des Schiedsrichtergespanns. Warum bekommt denn nicht dieses Gespann noch zusätzlich einen festen VAR, der im Verbund mit dem Schiedsrichter auch in der Lage ist, dem vielleicht mal Entscheidungen ins Ohr mitzuteilen und zu sagen, ey, pass auf, das war richtig, das war falsch, und das Ganze ein bisschen zu beschleunigen und das mehr zu verbinden. Das ist ein festes Gespann, die wissen, was ist meine Linie, der sieht das am Fernsehen, ich bewerte es auf dem Feld und wir tauschen uns permanent über Mikrofon hier aus. Dann kannst du auch so eine Schwalbe, jetzt diese peinliche Schwalbe von Kolirakis, da kann der VAR auch sagen, ey Junge, das war eine kackdreiste Schwalbe, gib ihm Gelb. Muss man aber nochmal kurz im Nachhinein, das haben wir auch ein bisschen falsch dargestellt, er hat Gelb bekommen dafür. Okay, der ist stark. Ich weiß aber nicht, ob es die Schwalbe war oder ob es die Tatsache war, dass er danach Undaf weggeschubst hat. Ich glaube nicht, die Probleme dass es das war, nicht gelb, das hätte eigentlich gelb-rot kriegen müssen. Ja, die Frage, so, also ich glaube nicht, dass es die Schwalbe war, die bewertet wurde. Aber ich meine nur, gibt es da nicht vielleicht die Möglichkeit zu einer gewissen Weiterentwicklung dieses? Ja, klar, aber das, ich finde die Idee ehrlicherweise deshalb schon mega, weil was macht dieser vierte Offizielle da, außer zwei Hähne an der Außenlinie auseinanderzuhalten? Ein fünfter Offizieller, der genau dafür sorgt, dass das Video im Griff hat, würde alles viel schneller, kompakter, individueller machen, so das Team entscheidet unter sich. Tobi, bist du so? Sind wir dabei? Bist du dabei? Naja, ich bin da voll dabei. Das ist aber jetzt noch mal, machen jetzt ein großes Fass auf dann natürlich. Ja, aber sind wir mittendrin, weil das andere ist doch so nervig. Das Beste, es ist halt sehr bürokratisiert momentan. Du hast halt diese 5 Fälle da oder 4 Fälle, wo der eingreifen darf, und wenn das dann diese Checklist abgehakt ist, dann darf er da einmal anrufen und dann wird das gemacht. Und du könntest es natürlich entbürokratisieren, indem du sagst, ja, du hast deinen VAR, du hast deinen Videoassistenten, den kennst du auch, mit dem arbeitest du auch zusammen, und der kann dir immer mal was sagen, wenn du wirklich mal gerade Scheiße baust. Aber dann ist das andererseits wieder, das ist dann wieder mein Punkt, den ich immer wieder runterbete, ich möchte halt nicht, dass ständig alle 5 Minuten das unterbrochen wird, sondern halt wirklich nur, wenn wir hier von einer riesigen Entscheidung sprechen, die das Spiel betrifft. Und dann muss auch mal wir hier damit leben, dass der vielleicht den Fußball gerechter machen soll, aber er wird ihn nicht gerecht machen. Fußball ist so ein blöder, komplexer Sport, dass es da immer Fehlentscheidungen geben wird. Und jede einzelne Fehlentscheidung rauszuradieren, das wird nicht funktionieren. Mir greift er jetzt schon viel zu häufig ein. Bei jedem scheiß Elfmeter, wo du dann kacken kannst, wo du dann 3 Zeitlupen brauchst, das ist keine klare Fehlentscheidung, wenn du 3 Zeitlupen brauchst. Dann musst du auch mal damit leben, dass hier so eine 75-25 Entscheidung, dass da das 25 getroffen wird, dass es vielleicht mehr falsch ist, aber es ist nicht 100% falsch. So, das ist dann, aber wir reden ja über klare Fehlentscheidungen. Das müssen wir vielleicht auch nochmal in dieser Debatte nochmal nachschieben, weil das, glaube ich, nicht klar genug zu Beginn von mir rausgearbeitet wurde. Ich habe es aber im Twitter-Thread nochmal klar geschrieben. Es geht um klare Fehlentscheidungen. Es geht nicht darum, 50 oder 40, 60 Entscheidungen auf die Waage zu legen, sondern da entscheidet der Schiri auf dem Feld und am Ende ist es eine gelbe Karte. Und da ist der Spieler natürlich immer noch selber dafür verantwortlich, dass er gelbwürdige Fouls versucht zu vermeiden. Also es geht wirklich um Situationen, wo der Spieler ganz klar zu Unrecht vom Platz fliegt, weil eben die Einflussnahme auf ein Spiel durch eine nicht gerechtfertigte rote Karte, egal ob gelb oder rot oder rot, ist so immens, dass man sie in je nach Spielsituation schon über einem Tor ansiedeln kann. Aber was ist mit Situationen, und da sind wir dann schon in dieser Debatte, ab wann ist was spielentscheidend? Wenn du jetzt zum Beispiel nimmst einen Konter, und dir einer stellt dir das Bein oder so oder keine Ahnung, und da wäre eine riesen Torschuss draus entstanden, weil die wären 3-1 aufs Tor gelaufen oder so. Sowas, ein taktisches Foul weiß ich. Also es gibt ja so im Fußball, das ist das, was du meinst, so viele komplexe Situationen, wo in der Situation selbst es vielleicht noch gar nicht so entscheidend ist, aber aus diesem Foul, aus dieser Situation heraus entsteht etwas, das sich dann kausal als spielentscheidend herausstellt. Das ist halt so ein bisschen die Schwierigkeit. Ich verstehe auch, dass man sagt, ich will nicht noch mehr. Und diese Interpretation, wann ist etwas spielentscheidend, dann haben wir diese Debatte. Nur, ich finde es auch ein bisschen inkonsequent, so wie es jetzt ist, zu sagen, wir haben das All-Seeing Eye, aber wir dürfen es nicht immer benutzen. Das ist halt in seiner Idee inkonsequent. Also man könnte sagen, entweder wir lassen es nur menschlich entscheiden, so wie es immer war früher,
so, was der Schiri sieht, sieht er. Wenn er sich irrt, irrt er sich. That's live so. Und wir unterstellen jetzt mal, dass der Schiri objektiv ist und das gleicht sich im Laufe der Saison aus, weil er überall Fehler macht. Oder aber wir haben dieses All-Seeing Eye, wir haben diese neue Technologie, die uns genau präzise Bilder liefert und sagt, richtig oder falsch. Aber dann sagen wir, ja, aber wir greifen nicht immer drauf zu. Das finde ich inkonsequent und das ist ein Quell der Debatten zurzeit. Also da müsste man entweder sagen, scheiß auf VAR oder wir nutzen ihn so ein, dass er wirklich zumindest, das ist das, was du sagst, die krassen Ungerechtigkeiten, nicht jeden Scheiß, aber die krassen Ungerechtigkeiten auf dem Feld eliminiert. So wie es jetzt ist, ist es ein bisschen inkonsequent und deshalb sitzen wir seit Einführung des VARs jede Woche hier und diskutieren darüber. Und das ist auch, kann es ja auch nicht sein. Ich wette, in 10, 15 Jahren hat sich da einiges geändert, weil da sich noch vieles reformieren wird. Das denke ich auch. Mit zunehmenden technischen Möglichkeiten wird man sich vielleicht dann auch dem immer schneller werdenden Spiel auch anpassen können. Ich würde gerne mal jetzt zum Spiel übergehen, weil wir doch die Diskussion jetzt, glaube ich, alles gesagt haben und uns jetzt dazu neigen, Dinge zu wiederholen, die schon gesagt worden sind. Deswegen würde ich gerne auch noch mal über das Spiel als solches sprechen. Stuttgart gegen Wolfsburg. Stuttgart kam ja aus dieser Machtdemonstration gegen Dortmund, die sie komplett weggefiedelt haben. Und jetzt also in Wolfsburg. Wolfsburg geht in Führung durch Jonas Wind, der auch eigentlich außen vor war und dann jetzt mal wieder von Anfang an spielen durfte, es direkt mit dem Tor gerechtfertigt hat. Dann kam Stuttgart zurück durch Milo, der erstmal den Elfmeter verschossen hat und dann im Nachsetzen sozusagen den Ausgleich erzielt. Dann fand ich Stuttgart schon die bessere Mannschaft. Also ich glaube schon, dass sie, wenn das regulär weiterläuft, das Spiel gewinnen werden, weil sie bessere Mannschaft sind. Und dann kommt eben die jetzt ausführlich diskutierte gelb-rote Karte in der 63. Minute, woraufhin kurz danach dann Wolfsburg in Führung geht. Dann mit 10 Mann drückt Stuttgart nochmal und kommt in der 90. plus 7 zum verdienten Ausgleich durch Undav. Also ist schon ein Spiel, wo man sagen muss, okay, da hat diese gelb-rote Karte Einfluss genommen. Ich möchte nochmal eine andere rote Karte auch nochmal erwähnt. In der 74. Minute kriegt nämlich Amura rot. Mhm. Und es wirkte fast schon wie so eine Konzessionsentscheidung, weil vielleicht der Schiedsrichter schon dann gespürt hat, dass er da einen Fehler gemacht hatte. Und diese rote Karte wiederum wurde dann vom VAR zu Recht einkassiert, weil es wirklich keine rote Karte war, muss man sagen. Aber das war, ohne VAR wäre das so eine ganz klassische Konzessionsentscheidung gewesen, im Versuch, das wieder gut zu machen. Kommst du natürlich dann nicht mit durch. Wenn es eine gelb-rote Konzessionsentscheidung gewesen wäre, hätte es Bestand gehabt. Oh. So bleibt Wolfsburg bei 11 Mann, muss aber am Ende trotzdem den Wolfsburg, als Ausgleich nehmen. Wolfsburg hört man noch nicht so richtig schlau. Auch gefühlt jedes Spiel eine andere Formation. Mal 4-1, 4-1, mal 4-4-2, mal 4-5-1, keine Ahnung, mal mit Einzelstürmer Wimmer, dann mal Einzelstürmer Amura, jetzt mit zwei Stürmern, Amura Wind. So, man hat so ein bisschen das Gefühl, Hasenhüttl sucht noch so ein bisschen nach der Elf, mit der so wirklich zufrieden ist, aber es bleibt dabei, außer dem Sieg gegen Kiel, den Tabellenletzten, ist bei Wolfsburg noch nicht viel passiert. Die haben ein schweres Auftaktprogramm, keine Frage, muss man sagen, ja. Aber trotzdem ist das schon irgendwo auch gemessen, wir sagen das ja fast jede Saison bei Wolfsburg, am Spielermaterial noch nicht das Gelbe vom Ei. Und durch diese gelb-rote Karte kam dann natürlich nochmal so eine andere Dynamik rein. Aber auch Stuttgart hat jetzt nicht so gespielt wie gegen Dortmund. Also das ging natürlich auch nicht, weil auch Wolfsburg gar nicht so offen gemacht hat, also so aufgemacht hat wie Dortmund. Aber ich finde es schon interessant, dass das jetzt nach wie viel Spieltagen? 5? Man sagt immer so, nach dem 10. Spieltag ist so einigermaßen aussagekräftig. Aber dann haben wir die Hälfte von Aussagekraft. Und Wolfsburg hat ein Torverhältnis von -1 und 4 Punkten aus 5 Spielen. Ich will es aber nicht zu hoch hängen, weil du hast ja schon gesagt, sie haben gegen Bayern gespielt, sie haben gegen Leverkusen gespielt, sie haben gegen Stuttgart gespielt, sie haben gegen Frankfurt gespielt. Also wirklich von den Top 6 der vergangenen Saison haben sie jetzt 4. Und einen Punkt geholt aus diesem Partie. Einen Punkt, aber sie haben in keinem Spiel sich abschießen lassen. Sie haben gegen Bayern mitgehalten, sie haben gegen Leverkusen ganz gut mitgehalten beim 4-3 und jetzt auch gegen Stuttgart einen Punkt geholt immerhin. Mhm. Wobei andererseits bin ich dann so ein Stück weit bei dir, weil Stuttgart das eigentlich gewinnen muss. Also deswegen, diese rote Karte hat ja nur so viel Erzürnungspotenzial gehabt, weil sie halt direkt in diese geile Phase von Stuttgart, wo Stuttgart das Tor belagert hat und eine Chance nach der nächsten hatte und eigentlich schon längst hätte 2-1, 3-1 führen müssen. Und das hat dann so ein bisschen den Flow abgewürgt.
Und selbst danach waren sie noch die bessere Mannschaft bis zum Schluss und haben sich auch den Ausgleich verdient. Also Stuttgart hat mal wieder mit der Chancenverwertung zu kämpfen und bei Wolfsburg bin ich jetzt gespannt, weil jetzt geht die Saison richtig los. Also jetzt haben sie Bochum auswärts, dann Werder zu Hause, dann Kiel oder St. Pauli, muss man kurz gucken, St. Pauli auswärts. Da könntest du eine Serie starten, da kannst du aber auch jetzt, wenn du da nicht punktest, unten reinrutschen und plötzlich hast du wieder Krisengerede. Mhm. Ja, also trotz, das ist irgendwie auch für Stuttgart jetzt komisch, ne? Spielst noch 2-2, aber fühlt sich dann auf der einen Seite Last-Minute-Ausgleich geil, aber man weiß nicht genau, wo man hin soll mit den Emotionen. Das gilt aber auch für Wolfsburg, dass du eigentlich mit einem Punkt glücklich sein musst nach dem Spielverlauf. Aber wenn du in der 90. plus 7 den Ausgleich kassierst, kannst du auch nicht glücklich sein. Also sehr ambivalente Gefühle, sicherlich in den Katakomben in Wolfsburg. Und ja, die nächsten Wochen werden zeigen, glaube ich auch, gegen etwas schwächere Gegner, wo Wolfsburg wirklich steht. Ob das wieder so eine fürchterliche Saison wird oder ob es eben auch dem Auftakt geschuldet war mit vielen hochkarätigen Gegnern, dass da einfach nicht mehr drin war. Wir bleiben dran. Gut. Noah haben wir heute nicht da, also keine interessanten Sprachen, die wir jetzt dazu abspielen könnten. Ich glaube, der hat sich auch sicherlich aufgeregt in der einen oder anderen Szene. Aufreger en masse gab es aus anderen Gründen vielleicht auch beim Spiel Hoffenheim gegen Bremen, dass wir mit diesem Klassiker der Fußballgeschichte jetzt direkt einsteigen, liegt einzig und allein natürlich daran, dass es ein unfassbar kurioses Spiel war. Ist auch nachvollziehbar, wenn man die WhatsApp-Gruppe liest, anhand deiner Reaktion dazu. Hoffenheim geht 3-0 in Führung. Und ich finde, ganz kurz, bevor ich das Wort an dich übergebe, Nico, ich finde, dass dieses Spiel im Prinzip stellvertretend ist für die komplette Bundesliga-Existenz der TSG Hoffenheim, weil das eine oder das andere. Das war in der ersten Saison schon so, damals noch unter Rangnick und Ibisevic und wie sie alle hießen, Jeißle und so, dass sie zur Halbzeit in der Bundesliga also Herbstmeister sind, Tabellenführer als Aufsteiger und danach in der Rückrunde das Niveau nicht halten können. Und das ist seitdem in jeder Saison gefühlt so, dass sie entweder richtig überperformen und geilen Fußball spielen oder gegen den Abstieg spielen. Das ist, es gibt nicht so eine konstante Mitte, sondern entweder hui oder pfui. Man weiß nicht, was mit Hoffenheim ist. Führen 3-0 gegen Bremen, fiedeln die weg, kriegen eine rote Karte, verlieren das Spiel 4-3. Es ist komplett absurd. Nico. Was habt ihr so gesehen? Hast du sie angeguckt? Nur die Zusammenfassung. Ich hab's gesehen. Was ja auch vollkommen fair ist. Erst nach 12 Minuten stand es ja 3-0. Und dann dachte ich schon wieder so, hey, man wird aus Hoffenheim einfach nicht schlau. Ja. So, und hab dann durch die Kommentare in der WhatsApp-Gruppe habe ich dann überhaupt erst wieder gecheckt, weil ich dachte, das Spiel ist gelaufen. Also ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass Werder Bremen nochmal zurückkommt. Und ja. Aber das zeigt einerseits, wie kaputt Hoffenheim ist, glaube ich. Also was da so abgeht. Und auch, was wir vorhin schon gesagt haben, wie stark so eine rote Karte, was für einen Einfluss die nehmen kann. Quizfrage, wie häufig in der Bundesliga-Geschichte ist es Werder Bremen gelungen, nach einem 3-0-Rückstand oder nach einem 3-Tor-Rückstand noch einen Sieg zu holen? Einmal. Ja, gegen Hoffenheim. Ja. Das erste Mal in der Geschichte? Das erste Mal in der Geschichte. Ja, stark. Gab, glaube ich, noch das Wunder von der Weser gegen Anderlecht. Ja, da habe ich mich erinnert. Damals habe ich beim Stand von 0-3 zu Hause in der Halbzeit den Fernseher ausgemacht und die haben 5-3 gewonnen. Genau, und es gab ja auch noch dann irgendwie gegen, wen war das, auch noch, wo sie das Hinspiel 0-3 verloren hatten und das Rückspiel dann 4-0 gewonnen. 5-1, glaube ich, gegen Dynamo Berlin, glaube ich. Keine Ahnung. Oder Spartak Moskau, irgendeins dieser anderen. Spartak Moskau gibt es auch noch, genau, ist egal. Aber auf jeden Fall haben sie es noch nicht allzu oft, gibt es nicht allzu oft in der Bundesliga, dass du nach einem 0-3 nochmal zu einem 4-3 zurückkommst. Nee, also ganz ehrlich, ich hab das. Das war das Einzige, was ich in aller Ruhe gucken konnte, hatte ich das komplette Wochenende darauf vorbereitet, dass ich dann um 17.30 Uhr vom Fernseher sitze, setze mich dahin, mache den Fernseher an, dann eine Viertelstunde denke ich, aber wollt ihr mich hier verarschen? Dann nehme ich mir einmal die Zeit, um diese Scheiße zu gucken und dann. Ey, das geht so schlimm los. Wenn ich Eddie gewesen wäre, ich glaube, ich hätte keinen Fernseher mehr gehabt. So, linke Seite, rechte Seite. Malatini sieht aus wie so ein Typ, wo erstens wie ein Dicker, was, du bist scheiß Bundesligaspieler, reiß dich mal zusammen. So war ich die ganze Zeit drauf. Und ihr wisst es, ich versuche das seit ein paar Jahren so weit wie möglich von mir wegzuhalten. Ich möchte das nicht mehr. Ich möchte nicht mehr, dass dieser Verein mich emotional so auseinander macht. Und dann kommt diese rote Karte. Und auch das war ein, und das war total krass. Ich hab so mit Bekannten geguckt, die gerade zu Hause waren bei uns. Und das war lustig. Die meinen, was gibt's denn da zu lachen?
Es klang so, als ob einfach irgendwelche Bekannte bei dir zu Hause. Ja, du kennst mich, ich rede nicht über mein Privatleben, deswegen, ja, deswegen mache ich das hier so. Und die meinten so, da gucken sich das an und sie meinen so, nee, irgendwie, das fühlt sich heute nicht danach an, als ob Bremio heute verliert. Und ich sage, hallo, habt ihr mal aufs Ergebnis geguckt? Und dann passiert diese rote Karte. Und dann kommt etwas, was ich selber nicht ganz beschreiben kann, was mir aber natürlich aus Werder-Sicht ein krass gutes Gefühl gegeben hat. Diese Truppe hat sich zusammengerissen. So, na klar, rote Karte, und na klar kommt das Momentum von, ja, und jetzt müsst ihr nochmal richtig. Aber wenn da drüben eine Mannschaft stehen würde, die sagt, ist mir egal, was du machst, wir stellen da mal ganz kurz um, wir wechseln einmal und sorgen dafür, dass hier gar nichts passiert auf diesem Fußballplatz, dann wäre da nichts passiert und Hoffenheim hätte wahrscheinlich 4-2 gewonnen, weil Bremen nochmal ein Tor gemacht hätte. Und aber haben sie nicht gemacht. Matarazzo war halt der Meinung, er braucht einfach nur offensichtlich einen Spieler umstellen und dann kann er Werder Bremen, führt ja 3-0, kann er Werder Bremen in Schach halten und stay nicht nur wegen 3 Toren. Mitchell Weiser mit seiner Variabilität vorne in der Offensive, da was grinst du auch schon so von der Seite. Ich hab so das waren so Dinge, die sich einfach auf dem Platz verdammt gut und richtig angefühlt haben. Und dann selbst Malatini, der dreimal in höchster Not in der Verteidigung rettet und vorne dieses Tor macht, bleibt, glaube ich, ein One in a Hundred Shot irgendwie für Werder Bremen, aber einer zur richtigen Zeit, weil es, und das da fange ich dann an, wird über dem, was er die Saisonbeginn gesagt hat, was ich die ganze Saison spüre, dieses Spiel gegen Bayern wird, wenn je mehr länger die Saison läuft, immer mehr die Realität zeigen, dass du da einfach keine Chance hast als Bremen, aber dass du dir gegen Hoffenheim das zurückholst, ist ein also krass, noch wichtiger als die 3 Punkte eigentlich, was da drin gesteckt hat. Mhm. Ja, aber wenn gegen eine Mannschaft, dann gegen Hoffenheim. Ja, dass die Vergangenheit zeigt zwischen diesen beiden Truppen ja, dass die denen liegen. Ne? Es gibt keine Mannschaft, gegen die Hoffenheim mehr Spiele verloren hat gegen Bremen. Das ist die einzige Mannschaft, gegen die ein negatives Verhältnis haben zu Hause. Jedes Mal, wenn die aufeinandertreffen, knallt es richtig und es fallen Tore. Ja, aber trotzdem, du hast es ja schon. Es war alles vorbereitet. Und trotzdem muss Matarazzo muss einfach wechseln. Also ja, eben nicht nur das. Also es geht ja schon los mit der roten Karte an sich. Also Werder kommt überhaupt nicht ins Spiel. Weiser beginnt vorne im Sturm. Dadurch hast du viele Veränderungen, so kleiner Natur, nichts Großes. Aber du hast einfach gemerkt, das hat die Mannschaft noch nicht gespielt in dieser Form. Und dann liegst du einfach nach 10 Minuten 3-0 hinten oder nach 12 Minuten, weil der Gegner jedes Mal jede Lücke ausnutzt und jeder Pass kommt perfekt und Bülter schießt die Dinger alle rein. Hast du natürlich auch Pech, aber es ist natürlich blöd gelaufen. Und dann kommt dann halt Agu einmal durch. Und anstatt, dass ein Soki ihn einfach durchlaufen lässt, einfach sich denkt, okay, wir liegen 3-0 vorne. Akbuma hat es nach dem Spiel so schön gesagt, wir liegen 3-0 vorne und haben hinten den besten Torhüter Deutschlands im Tor. Warum fällt er ihn da um? So. Und dann auch noch von Hoffenheim dann, wie du es schon gesagt hast, diese Arroganz so ein Stück weit, naja, wir liegen 3-0 vorne, Bülter geht nur mal Rechtsverteidiger, wir machen das jetzt schon. Und dann hat halt Werder schnell das erste Tor geschossen, dann haben sie Blut geleckt. Und dann hast du richtig gemerkt, wie die Mannschaft gemerkt hat, Hier geht was. Wir müssen einfach jetzt hier vorne raufgehen. Wir müssen einfach da weiter unser Ding durchspielen. Und sie haben es dann auch durchgespielt. Das war auch das Beeindruckende. Sie haben ja wirklich dann immer kombiniert, immer wieder rausgelockt, die TSG-Abwehr. Aber die TSG war dann defensiv auch so malade und so schlecht. Wenn du das vergleichen hast mit dem, wie Leverkusen am Tag zuvor am eigenen Strafraum gestanden sind, wie hühnerbeinig die da so rumgewieselt sind. Das war halt wirklich unterirdisch, wie Hoffenheim das gespielt hat. Ja, also ich war auch von der spielerischen Art und Weise, wie Werder Bremen Hoffenheimer Defensive auseinander kombiniert hat, auch total überrascht. Und ja, Blickwinkel, kannst du hundertprozentig sagen, liegt so an der roten Karte und an der Art und Weise, wie Hoffenheim es macht und ein bisschen daran, dass Bremen halt nicht aufgehört hat, sich da reinzubeißen. Und damit dann finde ich auch, und so absurd das klingt, nach 0-3, nach 12 Minuten einfach auch hochverdient, sich hier dieses Ding zurückgeholt hat. Hinten raus dann, und dann ist dann auch die Wahrheit, ne, dann nach 60, 70 Minuten sind dann die Körner alle. So, was auch vielleicht klar ist bei dem Tempo, war ein ganz schön hohes Tempo in dem Spiel. Und dann wurde es halt nochmal ein kleines bisschen eng, aber 3 Punkte geholt an einer Stelle, wo du sie einfach nach 12, 15 Minuten auch nicht mehr verdient hattest. Und Stand jetzt, ich guck, könnte mal refreshen, ist der Trainer noch Trainer, ne, was mich wundert. Zeichnen ja noch auf. Ja, stimmt, weil dieser Move nach 18 Minuten oder 15 Minuten da und dann auch noch in der Pressekonferenz stolz auf die ersten 15 Minuten zu sein, war so, boah. Ja, aber ich... David Wagner incoming. Es wird wahrscheinlich wieder der Bundesliga-Fluch sein, er wird wahrscheinlich direkt nach der Sendung entlassen, aber wenn er diese Woche nicht entlassen wird, dann nächste Woche. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der noch länger bleiben darf, Matarazzo. Man würde die Länderspielpause nutzen wollen, um einen neuen Trainer reinzubringen. Vielleicht, aber ich glaube jetzt auch, du hast halt, er hat im Verein überhaupt keine Verbündeten mehr. Also weder Sportchef noch gar nichts irgendwie. Er hat
die stehen auf Platz 16 in der Tabelle. Jetzt ist 3-4, das auch noch bei der 125-Jahr-Feier von Hoffenheim. Ja, aber da waren alle die 1899. Das Stadion war voll, die ganze Prominenz war da. 125-Jahr-Feier in der Bundesliga, wo die Gründungsmitglieder noch auf der Party sind. Ja. Ich wollte gerade sagen, ey, 125-Jahr-Feier, Tobi, ich bitte dich. Der TSG Hoffenheim hat den 125-Jahr, da habe ich mir nicht ausgedacht, da kann ich ja nichts für. Okay. Das, ich glaube nicht, dass er das überlebt. Das war ja nur mein Punkt. So. Ja, vermutlich wird es schwierig. Und das wäre jetzt auch absolut nachvollziehbar. Die Mannschaft kann auch nicht verteidigen. Passiert. Das muss man nur ganz bitter sagen. Sie haben gute Angriffsmoves auch gehabt, haben auch Werder Bremen in der Erstviertelstunde wirklich gut auseinandergespielt. Richtig auseinandergespielt. Aber dann musst du auch als auch in Unterzahl. Auch in Unterzahl darfst du dir keine 4 Gegentore einschenken lassen. Und auch nicht auf diese Art, wie du da auch dann nach diesen, bei diesen Standards immer, jedes Mal hat Werder den Standard kurz gespielt und da hinten ist dann totale Panik ausgebrochen in der Verteidigung. Ja, vor allem, weil wir vor 2 Wochen noch darüber gesprochen haben, dass es so viele Beispiele in der Liga gibt, dass eine rote Karte kein Vorteil ist, sondern dass es eher ein Nachteil ist, weil du viel kompakter stehst und dich ganz anders positionierst. Aber ich glaube, diese Selbstgefälligkeit aus dem 3-0 hat denen da das Genick gebrochen. Ja, die ist dann direkt so. Musst du dann aber auch annehmen. Direkt die Selbstgefälligkeit direkt umgeschlagen Nervosität dann Ja, am Muss bleibe ich trotzdem dabei und das zeigt ja dann auch die Statistik. Nee, wäre aber gut, würde ich gar nichts sagen. Das 3-0, das zurückzuholen, das musst du auch mal annehmen. Das liegt jetzt nicht nur ausschließlich an der roten Karte, sondern auch daran, dass sie, finde ich, wirklich sehr gut Fußball gespielt haben. Und Stay, der seit Wochen einfach auch, finde ich, ein ganz wichtiges Bindeglied in dieser Truppe in der Mitte ist, da alle um sich rum, habe ich das Gefühl, besser macht, hat sich jetzt hier mal gekrönt beim Spiel. So viel, also die Tore, die er macht, die sind ja auch alle immer dadurch, dass er auf seiner, das ist ja gar nicht sein Raum eigentlich, in dem er als Sechser stattfinden soll. Aber er hat immer dafür gesorgt, dass diese komplette Truppe diese Räume genutzt hat und quasi diesen Druck ausgeübt hat. Und das hat mich echt, logischerweise sehr glücklich gemacht am Ende. So. Glaube ich. Ja, ein kurioser Sieg. Ja. Für Werder Bremen, mit dem man nach 15 Minuten nicht mehr rechnen konnte. Und für Hoffenheim ist es derzeit relativ düster. Die sind auf dem Relegationsplatz. -6 Torverhältnis und nur 3 magere Punkte aus einem Auftaktprogramm, bei dem man eben anders als bei Wolfsburg deutlich mehr auch erwarten konnte, denke ich. Vor allen Dingen 15 Gegentore, wie Tobi schon gesagt hat. Das ist schon eine Menge Holz. Das ist eine Menge Holz, genau. Wir warten ab, was der Tag so bringt und ob Matarazzo weiter Trainer bleibt. In Hoffenheim. Da machen wir weiter. Wie wär's mit Dortmund gegen Bochum? Finde ich ein Spiel, was auch andere Schlagzeilen hätte produzieren können, wenn es so weitergegangen wäre wie in der ersten Halbzeit. Leichtes Spiegelbild vielleicht, veränderte Rollen natürlich, aber auch da der Gegner Bochum mit einer starken ersten Halbzeit für 2-0 hat nach einem Alleingang noch die Chance auf das 3-0. Was aber, ich weiß gar nicht mehr genau, wer war das? Boadu, der das vergeben hat? Boadu, ja. Ja, das 3-0 auf dem Fuß hat. Das sollte sich noch rächen, denn Dortmund kommt kurz vor der Pause zum 1-2 durch Guirassy, was natürlich sehr wichtig gewesen ist. Und danach ist es dann auch ein anderes Spiel. Dortmund schafft es dann noch, das Ganze zu drehen, gewinnt 4-2, was am Ende vielleicht auch verdient ist. Aber insbesondere die erste Halbzeit, da muss man drüber reden aus Dortmunder Sicht. Da hat Bochum den BVB das ein oder andere Mal wirklich schlecht aussehen lassen. Mhm. Und es hätte, wie gesagt, mit ein bisschen mehr Glück auf Bochumer Seite, hätte es auch noch mehr Tore geben können. Ja, also du hast einerseits, kannst du bei Dortmund den Scheinwerfer auf die defensiven Probleme legen, also dass sie da wirklich keine gute Absicherung hatten in einigen Situationen und auch das Gegenpressing nicht so greift. Und dann hast du eben immer Situationen, in denen der Gegner sich befreien und einen guten Konter spielen kann. Und das hattest du 3 Mal in dieser Halbzeit. Dann kam noch der Fehler von Kobel da oben drauf. Mhm. Das reicht dann für eine Bochumer Mannschaft, die da auch sehr aggressiv und sehr zäh in diesem Spiel war. Also die haben da auch immer wieder gut Nadelstiche gesetzt. Kannst aber auch den Scheinwerfer drehen und sagen, hey, die haben das Spiel gedreht. Und kann zum Beispiel auch der zum Beispiel Guirassy raussuchen, der ja auch ein super starkes Spiel gemacht hat, jetzt mal gezeigt hat, was er da vorne halt mitbringt auch. Ich glaube, war das sein zweites oder sein erstes Tor, wo er den Ball festmacht, ablegt, dann in den Strafraum startet, also das Tor einleitet und am Ende auch macht. Er war an allen Toren mehr oder weniger direkt beteiligt. Den Elfmeter hat er ja auch rausgeholt. Also als Präsenz vorne einfach unglaublich wichtig. Das, was wir an den ersten Spieltagen vermisst haben, eben jemand vorne, der auch mal einen Ball hält, der mal dafür sorgt, dass der Rest der Mannschaft aufrücken, ins Tempo kommen kann. Da finde ich schon sehr wichtig als Spieler und das kann man vielleicht auch hervorheben. Klar, 0-2, defensiv wieder nicht gut, aber dann sind sie ja wieder zurückgekommen und haben 4 Tore geschossen. Das ist ja auch eine Qualität. Ja, absolut. Definitiv. Da hatte man schon aber zeitweise das Gefühl, oh Gott, die schöne Aufbruchstimmung beim BVB ist jetzt auch langsam mal dahin.
Das wäre jetzt ja auch nicht der erste Dämpfer gewesen dann in der Saison. Also gut, dass sie da nochmal die Kurve gekriegt haben. Das war auf jeden Fall wichtig. Sonst wäre da, glaube ich, richtig Unruhe gewesen in Dortmund. Ja, ist auch keine Stabilität drin. Und das ist ja das, was wir letztes Jahr mal wieder hatten, was sie jetzt irgendwann reinbekommen müssen, Stabilität. Also dass du wirklich so ein Spiel auch mal durchdominieren kannst über 90 Minuten, das fehlt total. Musst du dann am Ende auch nochmal richtig Gas geben, um das Ding für dich zu entscheiden. Es hängt halt bei Dortmund auch sehr viel so an der individuellen Qualität, also von einzelnen Spielern ab. Es wirkt noch nicht so als wie so ein homogenes ganzes System, das funktioniert, wo du auch mal vielleicht den einen oder anderen rausnehmen kannst und dann funktioniert es genauso. Sondern du hast das Gefühl, es ist schon immer, es sind sehr viele auch so Einzelaktionen, die dann gut natürlich sind. Und du kannst natürlich eine Mannschaft nicht dafür kritisieren, dass sie gute Einzelakteure hat. Aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das, was du meinst. So, da, es wirkt noch nicht so in sich gefestigt, wie man sich das vielleicht erwarten würde vom BVB. Ich finde halt einfach, Bochum muss sich einfach sowas von den Arsch beißen, weil ich bin mir nicht sicher, ob nach einem 3-0 Dortmund nochmal zurückkommt. So, du musst da einfach den Deckel drauf machen. Mit dieser Riesenchance machst du 3-0 und dann kannst du dich hinten reinstellen und eine Halbzeit lang nur kontern. Also, das ist, auch wenn es jetzt 4-2 heißt und Dortmund auch noch andere Chancen hatte, muss man, finde ich, sagen, dass das glücklich war, weil Bochum hatte hier wirklich die Chance, in der ersten Halbzeit den Deckel zuzumachen und hat es leider versäumt. Die werden sich sowas von krass ärgern darüber, dass sie das nicht gemacht haben. Also Dortmund immer noch unter Beobachtung. Ich habe in dieser Saison mein Auge auf euch. Es ist noch nicht so souverän. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr wirklich Top 4 Material seid. Ja. Klar, gibt es da einige Kandidaten dieses Jahr. Leipzig, Frankfurt, die da Interesse dran haben, die Top 4 zu besetzen. Also Selbstläufer wird das für Dortmund nicht. Ausrutscher darf man sich nicht leisten dieses Jahr, glaube ich. Ja, man muss ja auch sagen, Frankfurt ist auf der Trainerposition halt auch einfach viel besser besetzt. Ja, die viel haben den besser. Besten Trainer der Liga einfach. Das ist viel besser. Ne? Also, das darf man nicht vergessen. Es ist so. Einfach der beste Trainer. Ne? Ja. Okay, für Bochum ein bisschen schade. Die hängen weiter bei einem Punkt da unten mit drin, jetzt auf dem 17. Platz. Aber vielleicht können sie sich ja in den ersten 30 Minuten auch hochziehen. Hochziehen kann sich auch Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt, die nach der Auftaktniederlage gegen eben jenen BVB, damals 2-0, zwei Tore von Gittens, jetzt quasi nach oben gekämpft haben, jedes Spiel gewonnen haben in der Folge und jetzt auch in Kiel 4-2 in einem Spiel, wo auch wieder dieser Satz wahr geworden ist, dass sich der Aufsteiger viel Lob holen wird, aber weniger Punkte. Ich fand Kiel zeitweise wirklich sehr engagiert und gut im Spiel. Haben es ja auch lange offen gehalten, sind nach dem 1-0 durch Marmoush zurückgekommen zum 1-1, sind nach dem 2-1 durch Matanovic zurückgekommen durch ein Tor von Mancino. Und dann finde ich aber, je länger das Spiel lief, desto mehr wurde irgendwie klar, dass Frankfurt eine abgeklärte Bundesliga-Mannschaft ist und Kiel fehlt es über die gesamte Spieldauer an Qualität, da mitzuhalten. Also es war gar nicht mal so, dass man jetzt sagen kann, okay, Kiel hat jetzt was vermissen lassen oder alles falsch gemacht. Das war einfach so, man hatte das Gefühl, Frankfurt ist einfach die bessere Mannschaft. Ja. Und das ist einfach, das ist halt schade, weil phasenweise macht Kiel das richtig gut, aber es reicht am Ende dann nicht. Du hast immer bei Kiel halt diesen einen Pass ins Zentrum, der dann 2 Meter zu weit links ist und dann den Gegner zum Konter einlädt. Du hast immer die Situation, wo der Verteidiger rausrückt, nicht zum Ball kommt und dann plötzlich der Gegner auf 3-3 zulaufen kann. Immer diese kleinen Unterschiede, wo du merkst, okay, ein Spieler mit etwas mehr individueller Klasse wäre dann am Ball gekommen oder da würde dieser Pass ankommen. Mhm. Aber bei euch halt leider nicht. Auch im letzten Drittel so solche Geschichten. Das war es gegen Frankfurt auch, wo sie ja gerade mit Marmoush ihre Liebe Mühe hatten. Ja, Marmoush, der überragende Spieler, muss man sagen, bei Frankfurt, über den lief alles. Auch ohne jetzt Etikette an der Seite, wo wir auch gedacht haben, das war für den nochmal ganz gut, so als Spielertyp jemanden an der Seite zu haben, vom Kaliber Etikette. Der war Dreh- und Angelpunkt. Der war an allem beteiligt und vielleicht ohne Marmoush in dem Spiel, vielleicht wäre was gegangen für Kiel, aber der hat einfach den Unterschied gemacht. Der ist einfach so krass drauf, der Boy. Ey, muss man einfach sagen, hätte man auch wahrscheinlich nicht gedacht, aber was für ein Glück, dass er geblieben ist, weil der war ja kurz vorm Absprung im Sommer. Jetzt schraubt er nochmal seinen Marktwert hoch, aber wenn er so in der Form bleibt, natürlich trotzdem schwer zu halten sein wird.
War ein bisschen eine komische Aufstellung. Amanda in der Startelf, Tuta auf der 6, ist dafür Skiri und Daoud auf der Bank. So, das war erstmal so ein bisschen strange, obwohl man sagen kann, dass Skiri echt nicht keine gute Saison bislang spielt. Und auch die Eintracht kam ja aus dem Europa League-Spiel gegen Pilsen, wo sie ja auch eine 3-1-Führung leichtsinnig und auch durch ein bisschen Slapstick verspielt haben. Und deshalb war es auch so ein bisschen interessant zu sehen, ob sie eine Reaktion zeigen, wie gedamaged sind die jetzt von dieser gefühlten Niederlage. Und eine Konsequenz war, glaube ich, zum Beispiel, dass Skiri auf der Bank war, weil er nur Fehlpässe gespielt hat. Es gab sogar irgendwo einen Artikel, dass man fragt, ob er aufgrund seiner Maske schlechter sieht. Es gibt eine Statistik, die seine Passquote zeigt, seit er die Maske hat und seit er die Maske nicht hat. Also wird gemunkelt, dass er einfach schlechter durch diese Maske sieht. Nkunku ist sogar aus dem Kader geflogen, vollkommen zu Recht, nach der blamablen Vorstellung gegen Pilsen, meiner Meinung nach. Und ich fand es auch alles so, es war jetzt, also Eintracht war zwar dominant, war schon die spielbestimmte Mannschaft, war jetzt aber auch keine Gala-Auftritt von der Eintracht. Da ist schon Marmoush deutlich einer der wenigen da, der auch wirklich wollte. Er hatte ja noch ein paar Aktionen, die dann, weiß ich nicht, wo der Ball mal knapp daneben geballt. Ja, Lupfer, genau, wo er allein aufs Tor zugeht, den hätte er eigentlich auch machen müssen. Dann noch, also der war wirklich wie ein Wirbelwind, der hat gar nicht mehr aufgehört. Dann haben wir natürlich auch ein bisschen Glück, was heißt Glück, eine Standardsituation verwandelt, Matanovic, ne, da sieht man, dass der natürlich auch seine Qualitäten hat. Kopfballspiel. Und genau, im Kopfballspiel. Dann ein unfassbar unverschämter Elfmeter, der da gepfiffen wurde, meiner Meinung nach. Ich habe mir das wirklich noch 10-mal angeguckt, ist einfach ein Witz. Also ich verstehe auch nicht, warum das nicht abgepfiffen wird, weil Holtby stolpert über seine eigenen Beine in Robin Koch rein. Und das ist aber da genau die Frage. Das ist ja dieser Klassiker. Er tritt sich ja selber sozusagen in das Bein. Und da gab es mal eine Untersuchung der Schiedsrichter, die festgestellt haben, dass es nicht möglich ist, sich im Bewegungsablauf selber so zu treten. Und dass halt eigentlich immer eine Form, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht so gut zu sehen ist, aber wenn es nur eine leichte Form der Berührung sein muss, die eben dafür sorgt, dass dein Fuß so nach innen gedrückt wird und du dir selber in die Hacken trittst. Ich weiß, das sieht wirklich nach gar nichts aus, dieser Elfmeter. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass er ihn vielleicht irgendwo streift und er ist halt vor ihm, er würde an den Ball kommen. Also für mich ist das nicht unbedingt eine klare Fehlentscheidung tatsächlich, auch wenn es natürlich jetzt wirklich so aussieht, als wenn das ein bisschen albern wäre. Ich behaupte auch, dass ich mir selber das Bein stellen kann. Könnten wir mal ausprobieren. Ja, kannst du das jetzt an dieser Stelle mal ausprobieren? Wenn man es hier einfangen kann, auf jeden Fall. Aber ich verletze mich wahrscheinlich dabei. Ja, müssen wir dann mal eine kleine Matz draußen drehen. Also für mich ist das aus meiner Sicht ist das ein lächerlicher Elfer. Und man kann aber dem Schiri zugutehalten, dass er dann genauso kleinlich gepfiffen hat bei der Tuta-Situation. Wobei das für mich auch, da war es für mich klar oder klarer. Bei der Tuta-Aktion? Ja. Hey, mal, ich habe die nur einmal richtig in der Zeitlupe gesehen. Ja, voll am Knie erwischt. Und meine Meinung, vielleicht habe ich, weil ich habe sie wirklich nur einmal gesehen und es kann sein, dass ich da mich getäuscht habe. Ich hätte sie mir noch mehrfach angucken müssen. Aber mein erster Eindruck war, dass er tut da den Ball verstolpert, fällt hin und als er quasi schon in der Luft liegt, wird er noch am, ich glaube, sein linker Oberschenkel Innenseite, also Rückseite, irgendwie getroffen vom Kieler Spieler, was null Einfluss hat auf die Aktion, wie der Ball gespielt wird von Tuta und was auch keinen Einfluss darauf hat, dass er zu Boden geht. Sodass, also diese Berührung ist nicht ursächlich für irgendetwas, was dort passiert. Und dann war das für mich eher, ehrlich gesagt, die größere Lächerlichkeit als der Elfmeter. Ist beides hart. Aber vielleicht würde ich es anders sehen, wenn ich es mehrfach sehe. Das beruht jetzt wirklich nur auf der einen Zeitlupe. Es war beides kleinlich, fand ich. Ich persönlich hätte beides nicht gepfiffen, aber wenn du das eine pfeifst, finde ich, musst du das andere auch pfeifen. Also wenn du sagst, beim Elfmeter dieser minimale Kontakt reicht, dann muss auch dieser minimale Kontakt bei dem Foul reichen vor dem Tor und andersrum, wenn du den Elfmeter nicht gibst, gibt's hier musst ein Tor. Du das Tor geben. So. Also von daher kann man so beide... Standbild, aber da siehst du, guck mal, der Ball ist gespielt. Ja, aber er kickt ihm in den Innenschenkel. Bei dem vorherigen Ablauf nochmal sehen. Ihr könnt euch das da draußen selber nochmal angucken, die gerade jetzt, weil ich. Ach. Es gibt noch eine bessere Zeit, die ich gesehen habe, ist von vorne. Und ich finde auch, wie gesagt, das hat ja nichts ursächlich. Das ist ja genauso, wo du dann wieder die Fragen kannst. Ja, klar, ist genauso bei dem Elfmeter. Ist egal. Ich fand beides kleinlich und es waren jetzt auch nicht die spielentscheidenden Entscheidungen am Ende.
finde sowieso immer Steelers Linie so ein bisschen arg kleinlich in allen Spielen. Also ich würde mitgehen und sagen, beides muss man nicht pfeifen, aber ja, am Ende war es so oder so nicht spielentscheidend, weil die Eintracht eh viel geiler war als Kiel und dann Marmoush geballt hat. Na, findet ihr mich unsympathisch? Ja, ich glaube auch, also dadurch, dass es jetzt zwei Szenen gibt, über die man sprechen kann, ist das okay, ein bisschen ausgeglichen. Und das ist auch, wie gesagt, das ist ja für das Spiel am Ende egal gewesen. So, weil, genau, es wäre wär, locker gewonnen. Am, naja gut, Kiel wäre 3-2 in Führung gegangen, aber trotzdem glaube ich, dass Eintracht das Spiel gewonnen hätte. Aber wir wollen jetzt auch nicht so tun, als wenn eine 3-2-Führung nicht die Ausgangsposition für Kiel verbessert hätte, für zumindest mal einen Punkt, weil das Spiel ja auch wieder was anderes ist. Wie du das Spiel zusammenfasst, klingt es fast so, als ob Kiel ungerecht behandelt wurde und unglücklich verloren hat. Nee, ich habe ganz klar vorhin gesagt, dass Frankfurt die bessere Mannschaft war und verdient gewonnen hat. Und das habe ich eigentlich eindeutig so gesagt. Mir ging es jetzt um diese beiden Entscheidungen. Und Frankfurt hat dieses Spiel ohne Frage verdient gewonnen und war ja, die klar bist, bessere Mannschaft. Du hast gesagt, den Elfer kannst du nicht so nachvollziehen, die Tuta-Entscheidung kannst du nachvollziehen. Das sind ja dann schon zwei Tore, die du ja, anders beurteilst. Ja, ich sage, es sind beides ultra kleinlich gepfiffen. Aber für sagen. Mich ist, die, ist der Elfmeter noch eher nachvollziehbar als das Abpfeifen des Tores von Kiel. Aber es ist beides ultra kleinlich. So. Kiel müsste defensiv stabiler werden, wenn sie in dieser Liga irgendwas reißen wollen. Weil aus diesem Spiel musste auch nicht notgedrungen mit vier Gegentoren gehen, denke ich. Ist da? Noah, also du, okay. Hast du was zu essen bestellt, oder? Mhm. Ja? Ja. Sorry. Gut, also Frankfurt bleibt am Ball. Und holt auch den nächsten Sieg und macht das, was wir vor der Saison auch von ihnen erwartet haben, nämlich ganz oben anzugreifen. Nächstes Wochenende haben wir wieder das Spitzenspiel. Erster gegen Zweiten am Sonntag. Bayern gegen Eintracht. Ich finde, da wird man dann auch sehen, es wird wahrscheinlich nicht so gut ausgehen für Eintracht, aber da kann man dann schon noch so ein bisschen mehr ablesen, wo die Eintracht stärkemäßig sich einordnet. Wenn die da jetzt 6-0 abgeledert werden vom FC Bayern, glaube ich, dann kann man auch wieder ein bisschen kleinere Brötchen backen. Oder sie sind Bayernjäger Nummer 1. Ja, klar, wenn sie jetzt ein krasses Spiel gegen die Bayern machen und sich da irgendwie saugut verkaufen, glaube ich, dann ist das aber auch so ein Wert, den man so hinnehmen muss und sagen muss, okay, die Eintracht scheint mit der muss man hier in den Top 4 rechnen. Hast du eigentlich einen Frieden? Aber ich hab noch so meine Zweifel, ehrlich gesagt. Ja, aber hast du einen Frieden mit dem Trainer gefunden jetzt auch, oder? Ja, klar. Mir geht's ja nicht darum, persönlich Dino Topmöller anzugreifen. Das ist ja klar, bei dir ist es nie persönlich. Ja, und der du machst dich jetzt lächerlich drüber. Nein, mach ich nicht. Ich habe den Fußball unter Dino Topmöller kritisiert und der Fußball, den die Eintracht jetzt spielt, ist ein anderer. Warum sollte ich ihn dann jetzt noch kritisieren? Wir haben, das wird in jeder Analyse von der Eintracht wird es gezeigt, dass die Eintracht jetzt vertikal spielt, dass sie den Ball nicht mehr sinnlos hinten rumschiebt, dass sie gezielt Steckpässe spielen, in der, die Tiefe suchen. Das gab es alles letzte Saison nicht. Wenn die Eintracht so spielt, bin ich zufrieden. Und wenn der Trainer so die Eintracht, die Mannschaft erreicht, ich habe nichts davon, gegen einen Trainer zu sein, der erfolgreich ist. Was mich bei der Eintracht nochmal so ein total... Natürlich, wenn ich das nur sagen darf, weil einem immer erzählt wird, das kennt ihr ja auch beim Fußball, man schimpft über ein schlechtes Spiel und wenn es gut ist, lobt man das und dann wird einem das immer so als, letzte Woche hast du aber noch... Ja, weil letzte Woche ist auch ein scheiß Spiel, weil man kommentiert ja das, was man sieht. Ich habe dich letztes Jahr immer verteidigt. Ich habe gesagt, die Eintracht spielt totale Grütze, also musst du mir zugestehen. Wenn die Eintracht Grütze spielt, sage ich, dass sie Grütze spielt. Wenn die Eintracht geil spielt... Spielt besser. Was mich immer noch bei der Eintracht aufregt, ist, dass sie immer... Einfach nur ein bisschen pieksen. Immer, sobald sie in Führung gehen, ziehen sie sich sofort komplett zurück. Das war jetzt auch wieder gegen Kiel, wo sie halt 1-0 geschossen haben, dann sofort zurückgezogen haben und Kiel macht dann den Ausgleich so. Das ist noch so, wo ich mir denke, ja, also persönliche Präferenz vielleicht. Ihr habt doch gerade ein Tor geschossen, nutzt doch jetzt die Unordnung beim Gegner. Geht dann mal so rauf so. Aber sie können es auch verteidigen. In der letzten halben Stunde gab es ja, glaube ich, gefühlt keine Torchance mehr. Also in der letzten Viertelstunde gab es ja keine Torchance mehr, gar nichts mehr. Da hat Eintracht das Spiel ja wieder komplett totgestellt. Jetzt am Donnerstag spielen die in Istanbul. Bayern spielen in England. Gegen Estonville in London. Also beide haben unter der Woche auswärts internationale Spiele. Bin ich mal gespannt. Die Bayern, glaube ich, spielen am Mittwoch, Eintracht spielt am Donnerstag. Ist aber natürlich schon so, du spielst in Istanbul, was auf jeden Fall ein krasses Spiel wahrscheinlich wird. So, ich bin gerade zumal die Eintracht in der Euroleague da ja auch Punkte jetzt braucht, nachdem sie die gegen Pilsen liegen lassen hat. Da bin ich mal gespannt. Zwei Tage Erholung mit Rückreise und dann gegen die Bayern. Ich erwarte mir jetzt nicht allzu viel, sag ich. Ich spiele natürlich in Birmingham, Bayern. Ich wollte nicht, weil Birmingham, ich gerade wieder blöd. Was habe ich gesagt? Ich hab London gesagt, ich war blöd. Ich wollte nur meine Blödheit nicht Villa, oder? Ja. AS Villa ist Birmingham. Ja. Wusste ich auch nicht.
Wüsste ich nicht. Ja, wird, muss man die nennen halt Essen. Ja, warum nennen die sich halt alle auch nicht so, wie sie, wohnen? Also, der Villa. Ja, sehr viele Vereine. In Schalke. Leben wir eigentlich, sind wir hier eigentlich noch in Hamburg oder schon in St. Pauli? Das wäre eine schöne Überleitung, die ich gerne auch nutzen möchte. Oh. Ja, erstmal, ich bin auch sehr gespannt, aber gut, dass beide die Doppelbelastung haben. Das ist dann wiederum, glaube ich, für beide ganz gut. Aber ich nehme die Überleitung, die du gebaut hast, auch wenn sie nicht nach St. Pauli führt, sondern nach Freiburg, wo St. Pauli ja gespielt hat. Trotzdem ist es der erste Bundesliga-Sieg, ich glaube, seit 2011. Damals müsste es das Derby gewesen sein gegen den HSV. Ich glaube, das war der letzte St. Pauli-Bundesliga-Sieg, oder? Ja. Asamoah? Torschütze? Nee, Moment. Letzter Bundesliga-Sieg FC St. Pauli war gegen den SC Freiburg. Ja? Ja. Hey. Wochenende oder was? Nein. Moment. Da war diese Statistiken herum. Dass Freiburg, also dass St. Pauli das letzte Mal ein Bundesligaspiel gewonnen hat, da war es ein Auswärtsspiel, und damals war es der SC Freiburg. Und dann sind sie 13 Jahre später wieder da. Das werde ich jetzt hier checken. 2010, 2011 waren sie das letzte Mal in der Bundesliga, richtig? Mhm. Der letzte Sieg war gegen Hamburger SV. Ja, tatsächlich. Aber zu Hause, ne? Spiel. Nee, warte, stimmt. Was ist denn das für ein wildes Geschichte hier? Warum ist denn der 21. Spieltag nach dem 22. Spieltag? Das kann nicht sein. Nachspieltag. Also der... Gut. Okay, es ist sehr verwirrend hier. Lass mal dran. Ihr könnt es ja parallel recherchieren. Das ist ja eine entscheidende Information jetzt. Und wir reden trotzdem schon mal, während ihr recherchiert, muss ja nicht hier eine endlose Pause stattfinden über das Spiel selbst. Das ist nämlich sehr erwähnenswert, wirklich der erste Saisonsieg für den FC St. Pauli. Sie sind damit angekommen in der Liga, und zwar vor dem Aufstiegs... Freund aus Kiel. Man ist ja Hand in Hand hochgegangen. Und das war, fand ich, auch ein sehr, sehr starkes Spiel von St. Pauli. Also die haben ein bisschen was umgestellt auch. Saad von Anfang an, der sehr gefährlich war, gutes Spiel gemacht hat, der auch so seine Moves dann so aus 16 Metern, dann ist er sehr dribbelstark mit Tempo dann zum Abschluss gekommen. Afolayan fand ich auch noch sehr belebend, hat ja auch ein Tor gemacht. Also das war ein Sieg, der sogar Hoffnung macht, für St. Pauli, dass es eben nicht so ein Freak-Accident war, rote Karte, erste Minute oder irgendwie sowas, wo du sagst, okay, das Spiel wurde begünstigt durch irgendwas in der Form, sondern das war wirklich ein verdienter Erfolg für den FC St. Pauli. In einem Punkt muss ich dir widersprechen, sie haben ja gar nichts umgestellt. Also sie haben ja wirklich auf diesem... Aber im Laufe der also Saad kam eigentlich von der Bank, also die ersten Saisonspiele oder nicht? Nee, das ist der entscheidende Unterschied zu den, wo es in Leipzig ging es los. In Leipzig ging es los. Sie haben ja quasi in Leipzig, haben sie ja Zurückkehr zu dem Aufstiegssystem, das 3-4-3, was sie beim Aufstieg gespielt haben, das war in Leipzig, das hat ja gut funktioniert bei dem 0-0. Und jetzt haben sie wirklich gesagt, okay, da bleiben wir jetzt erstmal bei dran. Mhm. Ist ja logisch, wenn du ein Erfolgserlebnis hast. Und jetzt hat sich halt diese erste Elf gefunden, die aber in größten Teilen deckungsgleich ist mit der Zweitliga-Elf, die sie im vergangenen Jahr häufig haben spielen lassen. Das finde ich ist ehrlicherweise eine krasse Erkenntnis, denn Saad, der quasi in den ersten Wochen überhaupt keine Rolle gespielt hat, hatten sich alle Fans auch schon so ein bisschen gerieben. Warum kriegt er keine Chance? Und dann spielt er zwei Spiele und macht einfach einen maßgeblichen Unterschied. So, und ist auf einmal auch derjenige, der dafür sorgt, dass St. Pauli nicht nur in der Liga ankommt, sondern auch offensichtlich eine richtige Rolle spielen kann jetzt. Ja, das ist so der Interessante, dass Blessin, der Trainer, erstmal dieses Vertrauen haben musste in diese Spieler, die aufgestiegen sind. Hat er in den ersten Spielen sehr viel probiert und aber auch sehr viel personell dann immer halt reingeworfen so an Spielen. Und jetzt ist es halt wirklich diese Aufstiegself, die sich da auch festzuspielen scheint und die auch eine defensive Stabilität mitbringt. Also sie spielen ja anders als in der zweiten Liga, trotz der ähnlichen Formationen. Mhm. Sie hatten jetzt auch wieder 30% Ballbesitz, aber haben es defensiv so sauber und gut verteidigt, auch ohne halt Pressing, Schnickschnack, dass dass Freiburg da lange Zeit keinen Weg dran vorbei gefunden hat. Und vorne haben sie jetzt das gemacht, was wir bemängelt haben in den vergangenen Wochen. Die haben die Tore geschossen. Also sie haben ja wirklich, die ersten drei Chancen waren alle drei drin. Auch Halbchancen. Saad mit einem richtig starken Spiel. Und dann haben sie es hinten wegverteidigt. Und auch zugegebenermaßen ein bisschen Glück gehabt mit dem Gegner. Weil halt Freiburg gefühlt hätte das Spiel noch drei Wochen gehen können und die hätten kein Tor geschossen. Also die haben Elfmeter bekommen, haben sie verschossen. Da haben noch zwei Tore geschossen, die waren halt beide so hauchdünn abseits. Ja. So, also es war schon ein bitterer Abend für Freiburg. Da ging ein bitterer Nachmittag, da ging halt wirklich gar nichts. So, es war nicht so, dass Freiburg gar keine Chancen hatte. Ja, das stimmt natürlich, absolut. Aber da weißt du natürlich auch, wenn dann irgendwie was reingeht, kann St. Pauli ja vielleicht auch nochmal auf eine andere Art reagieren. So, das ist natürlich dann auch eine Konjunktivkette, die sich dann schmiedet. Ich wollte lediglich den Erfolg nicht schmälern, weil das schon dann auch, finde ich,
Nein. Starkes Spiel war von FC. Musstest du so wegverteidigen. Musstest ja so wegverteidigen. Wir haben halt von Freiburg gesprochen. Super Saisonstart hatten sie auch gehabt. Mhm. Und da musste er erstmal dahin fahren und dann defensiv so stabil stehen über, ich würde sagen, 70 Minuten. Am Ende hat es dann sich ein bisschen ausgeläppert. Da war dann, finde ich, Freiburg die bessere Mannschaft. Hatten dann ja auch ihre beiden Abseitstore. Aber so lange das so gut zu verteidigen, musst du auch erstmal schaffen. Und ja, zum Beispiel Kiel schafft das ja nicht. Da haben wir jetzt ja gerade davon gehört. Ja, genau. Mhm. Ja, dann schönes Bild für die Tabelle, ehrlicherweise, weil so fangen sie doch an, ein paar Leute mit reinzuziehen in den Sumpf da unten. Ja, 5 Spieltage, wir sollten. Nein, es geht nur darum, dass, ja, dass die es geht ja nicht um die Position, es geht um die Abstände zu anderen Mannschaften. Und ich glaube, das ist auch, wie gesagt, so wichtig, dass du dann einen Sieg hast. Nicht, dass du so wie Darmstadt letztes Jahr oder halt auch Köln, wo du halt diese ganz ewigen Sieglosserien hast und dann einfach so auch dann nach 10 Spieltagen redet jeder nur noch, ja, sie haben noch kein einziges Bundesligaspiel gewonnen. Mhm. Jetzt haben sie halt ihren Sieg und selbst wenn sie den letzten 5 verlieren, kommt halt dann keiner mit, sie haben noch kein Spiel gewonnen. So. Ja. Das ist so ein psychologischer Effekt. Genau das mit dem Reinziehen, dass halt so ein Augsburg merkt jetzt so nach 5 Spieltagen, scheiße, die sind immer alle Träume, alle unsere Träume sind gestorben und wir sind hinter St. Pauli. So, das musste er erstmal schaffen. Das hat der Darmstadt letzte Saison nie hinbekommen. Genau das ist das Einzige, was ich meine. Nicht eine Tabellenposition und Rettung nach dem 5. Spiel, das ist vollkommen egal. Aber halt diese Truppen an deiner Seite. Sorg dafür, dass die alle deinen Atem so ein kleines bisschen spüren. Irgendwann werden sie wegziehen, aber das ist das Darmstadt-Problem, dass sie nach 8 Spieltagen, 10 Spieltagen, 6, 7, 8 Punkte Abstand hatten. Wenn das nur 2-3 sind, dann ziehst du dich im Windschatten mit hoch. Und das ist das, was St. Pauli durch diesen Sieg so ein bisschen kleines bisschen mehr schaffen kann, als es vielleicht Kiel im Moment in der Hand hat. Das ist der einzige Gedanke, den ich dazu hatte. Mhm. Genau. Mhm. Ja, jetzt hast du gerade schon Augsburg angesprochen, bei denen das nicht so klappt. Die haben nämlich gegen den Gegner der letzten Woche, ich weiß gar nicht, ist das, es gibt ja immer so Paarungen, wo dann eine Mannschaft immer gegen den Gegner der anderen Mannschaft der Vorwoche spielt. Ich weiß gar nicht, ob Augsburg und St. Pauli vielleicht sogar diese Partnerschaft haben, weil Augsburg hat gegen Leipzig jetzt gespielt und gegen die hat St. Pauli die Woche davor gespielt und 0-0 sich erkämpft am Millerntor zu Hause. Es war wirklich ein sehr umkämpftes Spiel und Augsburg hat das nicht geschafft. Die wurden von Leipzig ziemlich auseinandergenommen. Starkes Spiel, insbesondere von Šeško, der ja auch noch Schwierigkeiten hatte, in die Saison zu kommen. Vor der Saison haben viele, glaube ich, auf ihn so gewettet, dass das so die Durchbruchssaison für ihn sein könnte. Er hat ja auch immer wieder mal Angebote, also hat einen hohen Marktwert in der Fußballwelt und konnte den noch nicht so nachhaltig und konstant, sage ich mal, beweisen. Das war jetzt mal wieder so ein Spiel, wo er gezeigt hat, was er kann. Dazu haben auch noch Openda und Xavi getroffen, also dieses Dreigestirn bei Leipzig, der wertvollsten Spieler, die sie so haben im Kader, die haben geliefert und Augsburg hatte dem nicht so viel entgegenzusetzen. Sie hatten eine Chance auf ein Comeback in der 27. Minute, einen Elfmeter, und den haben sie prompt verschossen. Das wäre vielleicht nochmal so ein Moment gewesen, das Spiel nochmal anders zu gestalten. Aber haben sie halt vergeben. Ja. Gab diverse vergebene Elfmeter am Wochenende. Ja, war das Wochenende der vergebene Elfmeter. Ja. Leipzig hat mich so ein bisschen blöd dastehen lassen, weil ich ja vergangene Woche ein bisschen Krise aufgerufen habe und gesagt habe, die schießen keine Tore gegen kleine Gegner und jetzt schießen sie 4 Tore. Mhm. Hatten aber auch hier den Segen, dass sie ihre ersten beiden Chancen beide reingemacht haben und dann aus einer stabilen Defensive spielen konnten. Und dann, als dann Rovelé auch noch den Elfmeter verschossen hat, war das so ein Nachmittag, der aus Sicht von Augsburg gelaufen war, die das nicht gut verteidigt haben. Aber du hast es schon gesagt, also Šeško jetzt mit einem starken Spiel, Openda mit einem starken Spiel, wenn du da vorne die Spieler wieder in Form bekommst, hast du als Leipzig immer die Option. Da ist dann auch nicht so schlimm, dass ein Xavi Simons noch gar nicht in die Saison gefunden hat. Dann hast du halt eben noch andere Spieler, die einspringen können. Aber einer von denen muss funktionieren und am Wochenende war das eben Šeško, der da so eine Fabelleistung gezeigt hat. Ja, und gegen ein an dem Tag eben nicht so überzeugendes Augsburg hat das auch gereicht. Ja, Augsburg ist eben noch nicht so gut in die Saison gekommen. Da hatte man sich, glaube ich, vielleicht auch einen nächsten Schritt erhofft, bei Augsburg eben wegzukommen von diesem ständigen Abstiegskampf hin mehr zu Stabilität und Mittelfeld und vielleicht mal ein bisschen nach oben gucken. Aber das haben sie bislang noch nicht so umsetzen können. Hm. Aber gut, gegen Leipzig kannst du auch mal an einem schlechten Tag, kannst du auch mal ein paar Tore kriegen. Jut, dann haben wir noch ein anderes Spektakel zu besprechen. 1-0 ging es aus für Gladbach gegen Union. Ein Spiel, was ja jetzt zum Zuschauen, glaube ich, für niemanden ein Leckerbissen war. Nee, und es wurde entschieden in der allerletzten Minute, in der Nachspielzeit, kam Gladbach dann zum Siegtreffer. Also ganz, ganz später Lucky Punch. Aber ja, also schön war das jetzt nicht. Nee.
Dieser total defensive Fußball ist ja auch mittlerweile so in der Vereins-DNA von Union Berlin eingebrannt, oder? Also ja, egal, wer an der Seitenlinie steht, die werden sich da mit ihrem 5-3-2, 5-2-3 hinten aufbauen und dem Gegner möglichst keine Chance versuchen zu lassen. Ja, das ist so wie jemand, der mal einen Ausflug wagt in Gefilde und mal gucken, wie hoch ich fliegen kann und sagt, nee, fuck, ich komm zurück. Ich bin wieder da. Und das ist das, was, ja, wie du richtig sagst, das ist Unions DNA und vermutlich werden sie jetzt auch weiter so einkaufen und weiter so spielen. Und der Versuch, sich weiter zu entwickeln in eine andere Richtung, ist fürs erste Mal auf Eis gelegt. 4-3 Tore ist halt auch eine Ansage. Mhm. Ja, das finde ich echt, boah. Das fängt jetzt schon an, also ich habe von dem Spiel auch nicht so wirklich das, ne. Ich habe auch nur die Zusammenfassung gesehen, aber die war auch kurz, die Zusammenfassung. Ja. Weil in der zweiten Halbzeit gab es ja auch keine Tormöglichkeiten mehr. Also da die einen konnten nicht. Die anderen wollten nicht. Dann ist das eben so ein Spiel. Und dann haben wir wieder den Klassiker in der Champions League-Saison, wo sie sich für die Champions League qualifiziert haben. Wer hätte Union da an der 90. das Tor gemacht? Hier war es halt dann Gladbach, die dann so mit ein bisschen Glück den Lucky Punch reinsetzen. Mhm. Weißt du, muss ich gestehen, hat mich für sie gefreut. Weil ja schon nach dem Saisonstart so ein bisschen, ja, okay, punktetechnisch war das nicht das war, aber sie haben mir gute Leistung gezeigt. Mhm. Haben jetzt auch gegen Union halt 60% Ballbesitz gehabt, haben auch nicht viel anbrennen lassen, haben auch vorne nicht viel kreiert. Bis auf Stöger, der eine Riesenchance hatte. Aber grundsätzlich sollte das so ein bisschen Ruhe jetzt reinbringen in Gladbach und sie auch so ein bisschen ihnen zeigen, der Weg, den wir hier gehen mit Seoane, der ist nicht so schlecht. Also der könnte vielleicht noch zu einer ganz guten Saison führen. Was auch immer das heißt bei Gladbach. Tja. Nichts mit dem Abstieg zu tun haben, oder? Den nächsten Schritt machen, ne? Genau. Nächsten Schritt Mittelfeld. Tja, Gladbach auch, ne? Vor einigen Jahren, auch vor Corona, das war eine andere Zeit, eine andere Mannschaft. Man muss da jetzt dauerhaft andere Brötchen backen. Das zeigt halt auch einfach, wie schwierig so ein Umbruch ist. Und ich glaube auch, dass ganz viel bei Gladbach wirklich auch diese Corona-Zeit war, als sie diese Spieler nicht losgeworden sind. Weil Gladbach hat ja auch immer davon gelebt, Spieler einzukaufen, ein bisschen weiterzuentwickeln und dann für mehr Geld das, was Frankfurt jetzt Frankfurt ist das neue Gladbach. Ne, so. Und da haben sie dann zu der Zeit die Spieler nicht verkauft bekommen, die haben ihre Verträge ausgesessen, sind ablösefrei gegangen, was auch immer. Dann konnten sie keine neuen Leute holen, hatten sie Max Eberl diese Erkrankung, dass er da nicht mehr richtig wirken konnte und so weiter. Also diese Zeit hat richtig gekostet für Gladbach und da knappern sie noch heute dran. Aber hatten die so viele Talente, die man hätte zu Geld machen können? Also, Kone ist ja, der ist jetzt im Sommer erst gegangen, der war ja jahrelang so Verkaufskandidat, du konntest Thuram damals nicht. Thuram war auch schon 3 Jahre lang im Prinzip immer schon weg und ist dann für 60, 40, 20 gegangen irgendwann. Ja gut, also das sind die beiden, Thuram und Kone, die sind aber ja auch beide gegangen, aber ich finde jetzt auch nicht, dass... Nee, aber zu spät gegangen, das ist der entscheidende Punkt. Ja, okay, aber ich würde also sagen, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass Gladbach in den letzten Jahren so viele krasse Talente überhaupt entdeckt hat, dass man die so viel zu Geld machen hätte können. Ja, aber sie konnten, glaube ich, auch viele Transfers nicht machen. Ja, da sind wir bei dem Punkt, dass wenn dein Kolumani so nach einem Jahr sofort wieder geht, bleibt Player 4 Jahre und kokettiert jedes Jahr ein halbes Jahr lang damit, dass er weg will. Ist richtig, aber Player hat ja auch nicht eine Saison wie Kolumani gespielt. Ja, aber also das Problem ist halt, dass Thuram ablösefrei gegangen ist, dass Ben Zebaini ablösefrei gegangen ist, Ginter ist ablösefrei gegangen, sind alle Spieler, wo sie hätten noch ein bisschen Geld holen können. Und dann in der Phase, wo sie verkaufen wollten, ging das nicht und haben die ihre Verträge ausgesessen. So. Und das ist definitiv... Aber ist das denn nicht auch ein Problem, dass man die Verträge vielleicht nicht rechtzeitig verlängert hat? Oder da war viel Management, da hat man ja auch falsche Transfers, falsche Pferde gesetzt. Ich meine, Chanchara hat jetzt am Wochenende getroffen, endlich mal so ein wichtiges Tor geschossen. Aber der war ja auch mit viel Vorschusslorbeeren letztes Jahr gestartet, hat dann seitdem noch nicht viel gezeigt. Also vielleicht für den jetzt auch so ein Brustlöser. Da haben sie dann nicht viel richtig gemacht. Und jetzt aber im Sommer, deswegen bin ich ja so positiv gestimmt, habe ich das Gefühl, da haben sie mal auf dem Transfermarkt was richtig gemacht. Mhm. Haben jetzt auch ein gutes Mittelfeld gehabt in dem Spiel. Haben jetzt Sander, Weigel, das funktioniert ganz gut. Und da hast du vorne einen Kleindienst drin, einen Stöger. Das ist eine schönere Mannschaft, finde ich, als noch im vergangenen Jahr. Ja, ich versuche nur so ein bisschen Ursachenforschung bei Gladbach zu machen, weil ich hatte die auch immer in Erinnerung, als die damals noch mit Granit Xhaka und so, die heißen Talente holen und dann das Geld so. Und dann gucke ich aber so in die letzten 3, 4, 5 Jahre und stell so fest, naja, so krasse Leute, die haben 10 Millionen für Hannes Wolf ausgegeben. Um Gladbach zu bewerten, musst du, glaube ich, was schon richtig ist, rund um Corona und so 20, 19, 21, da musst du gucken. Ja, mach ich gerade. Achso. Ich sehe halt nicht so,
die ganz krassen Talente, so die, wo man sagen kann, so. Es geht auch nicht um die ganz krassen Talente, es geht einfach darum, dass sie viele Spieler nicht zu Geld machen konnten. Genau. Dass nicht Zugänge, sondern dass Kader die Einnahmen, die sie gebraucht hätten, um Transfers zu machen, die Einnahmen sind weggebrochen. Dazu kamen die fehlenden Einnahmen aus der Corona-Zeit, sodass sie einfach nicht die Beweglichkeit hatten auf dem Transfermarkt, die sie gewollt hätten. Und dann reicht es ja, wenn drei Spieler von Wert ablösefrei wechseln, plus die ganzen Einnahmen, die wegbrechen. In der Corona-Zeit, das haben halt einige Vereine besser handeln können als andere. Das war halt so eine Chaos-Situation. Gab es vielleicht ein paar Profiteure und einige, die darunter gelitten haben. Und Gladbach zählt sicherlich zu den Vereinen, die am Ende dieser Krise schlechter dastanden als davor. Aber auch Gladbach hat einfach nicht so die finanziellen, also die können sich auch nicht so viele Flops leisten. Du hast Michael Cuisance für 8 Millionen Gold, einen Thorgan Hazard, der nicht eingeschlagen hat, für 25 Millionen. Wie gesagt, für 9 Millionen hast du einen Hannes Wolf. Das sind natürlich alles für AAA-Transfers aus Gladbacher Sicht, die alle nicht so eingeschlagen haben, wie man es sich gewünscht hat, geschweige denn das Geld wieder rein oder sogar vermehrt haben, was man investiert hat, so. Absolut. Plus dann die sie nicht verkaufen konnten, die ihre Verträge ausgesessen haben, das ergibt dann wahrscheinlich in der Summe plus Corona genau das Bild, was wir dann jetzt von Gladbach haben. So, ich frage mich halt nur, wie das, das ist ja oft nicht nur eine einzelne Sache, sondern so, dann haben wir die Eberl-Geschichte, die du angesprochen hast, der ja auch, dann hatten wir die Hütter-Geschichte. Eberl hat ja Hütter geholt für was, 7 Millionen oder so? War ja auch, wenn du so willst, eine krasse Investition in einen Trainer, der dann nicht, ich glaube, die hat nicht mal die Saison zu Ende gespielt. Wo dann auch der Typ, der ihn geholt hat und an ihn geglaubt hat, auch dann geht. Also da ist echt bei Gladbach viel zusammengekommen. Absolut, in den letzten Jahren. Genau, und deswegen, davon müssen sie sich erstmal erholen. Lass uns noch das nächste Spiel und das letzte auch kurz besprechen. Mainz gegen Heidenheim. Auch wieder ein Spiel, wo eine gelb-rote Karte durchaus eine Rolle gespielt hat für die Entwicklung. Heidenheim früh in Führung gegangen durch Piringer in der 15. Spielminute und dann sieht man in der 29. bereits Hantje Olsen gelb-rot. Und das ist natürlich für Mainz dann sehr schwer, zu 10 dann nochmal zurückzukommen. Heidenheim hat das gut verteidigt und ist dann in der 80. Minute auch numerisch zwar zum Ausgleich gekommen, Mainz, weil Dorsch runtergeflogen ist, aber das hat am Ende trotzdem nichts mehr für Mainz bedeutet, weil Schöppner dann das 2-0 macht in der 86. Und dann war es im Prinzip vorbei. Das ist für Mainz ärgerlich, weil du ein Heimspiele gegen Heidenheim gewinnen musst. Für Heidenheim ist das ein wichtiger Dreier, weil die müssen diese Spiele holen. Und das haben sie jetzt ja auch in der Saison gut gemacht. Da, wo sie gewinnen konnten, auf St. Pauli gegen Augsburg, jetzt in Mainz, da holen sie diese Dreier. Und das sind genau die Punkte, die am Ende darüber entscheiden, ob du absteigst oder nicht. Weil ich glaube, also von der Mannschaft her, vom Potenzial her, müsste man sich Sorgen machen um Heidenheim. Aber wenn sie halt diese wichtigen Dreier holen, jetzt haben sie eben 9 Punkte aus diesen 3 Spielen, stehen auf Platz 6. Es wird am Ende der Saison nicht dabei bleiben, bin ich von überzeugt. Aber das ist wichtig einfach. Da gehst du auch raus, die gehen raus in das Spiel, die gehen ins Pressing, die nerven die Mainzer und dann merkst du richtig, Mainz kommt hier mit dem Intensitätsfußball, den sie spielen, nicht weit. Mhm. Weil halt eben Heidenheim nochmal eine Nummer intensiver ist. Dann machen sie das Tor und dann kommt die rote Karte dazu und dann ist das Spiel ein Selbstläufer gefühlt, weil sie das einfach runterspielen können mit ihrer starken Defensive und irgendwann auch noch das 2 hinterher schieben. Also ein starkes Spiel. Würde noch zu Dorsch vielleicht das sagen, der tut mir so ein bisschen leid. Das ist so ein bisschen wie wenn jemand nach der Schule so rauszieht in die Welt und sagt, ey, ich werde allen Klassenkameraden zeigen und dann kommt er 20 Jahre später zum Klassentreffen zurück und merkt, shit, also wie gesagt, einige, die mich überholt haben hier. Mhm. Und hat jetzt auch, hat er kein gutes Spiel gemacht, ist jetzt in die Startelf gerückt und jetzt mit der roten Karte gleich wieder gesperrt. Der hat einen schweren Stand noch bei seiner Rückkehr nach Heidenheim. Ja, ich hatte eigentlich gedacht, dass es ein ganz guter Transfer ist, weil der bringt halt was mit. Der ist halt so ein kampfstarker, zerstörender Sechser mit einer, finde ich, auch ganz guten Mentalität, einfach wirklich immer aggressiv. Dass er da jetzt so ein bisschen die Karriereleiter runterfällt, finde ich auch schade, überrascht mich ein bisschen. Ich hätte gedacht, dass er mit seinen Qualitäten da auch bestehen kann, auch bei einem gestandeneren Erstligisten. Jetzt hat er Heidenheim in dem Spiel natürlich noch nicht geholfen, aber jetzt auch insofern nicht geschadet, als dass Heidenheim die 3 Punkte behält. Ja. Ist einfach wichtig. Ja. Gut, dann haben wir, glaube ich, den Spieltag soweit durch. Einmal bitte die Tabelle. Die Tabelle zum Abschluss wird gewünscht. Da ist sie.
ist so wunderschön. Was mir mehr gefällt, ein Eddie, der flucht, weil sie nur Fünfter oder Sechster sind, oder ein Eddie, den wir jetzt auf Champions League-Kurs Richtung Meisterschaft. Ich ärgere mich, dass ich einfach nicht auf Überraschung. Ich habe mich dieses Mal nicht getraut, weil ich wieder verspottet werde, aber jetzt im Nachhinein war das natürlich ein Fehler. Überraschungsmoment. Ja, warte mal. Keine Überraschung. Warte mal ab. Sie haben jetzt einen Hochkaräter gehabt mit Dortmund. Haben sie verloren. Warte mal ab. Vor 10. Spieltag müssen wir da gar nicht raufgucken eigentlich. Sie hatten Leipzig nicht, Leverkusen nicht, sie hatten Bayern nicht, sie hatten Stuttgart nicht. Also von daher, ich habe Frankfurt auf Platz 5 getippt, aber auch überlegt, ob ich sie auf Platz 4 tippe, weil da, glaube ich, dieses Jahr viel geht. Kommt auch ein bisschen darauf an, wie es in der Euroleague ist und ob Spieler sich verletzen oder nicht. Wenn Etikete jetzt, der fehlt ins Spiel, wenn er in einem großen Spiel fehlt, wird sich das bemerkbar machen. Deswegen weiß man alles nicht, wie sich das da entwickelt. So, das war's von uns. Euch lieben Dank fürs Zusehen. Wie immer freuen wir uns sehr über Kommentare. Wir haben auch in der letzten Ausgabe alle Kommentare gelesen. Wir haben auch wieder zahlreich alle Kommentare gelesen, die geschrieben haben, dass wir ja sowieso nicht alle Kommentare lesen, obwohl wir natürlich alle Kommentare lesen. Aber wir haben auch alle Kommentare, die sagen, dass wir nicht alle Kommentare lesen, gelesen. Wir antworten nur nicht auf die Kommentare, weil uns das zu doof ist. Aber alle anderen Kommentare sind natürlich genauso herzlich willkommen. Vielen lieben Dank und das war's von uns. Tschüss und auf Wiedersehen.